können's riskieren. Heute essen unsere Gäste bestimmt lieber im Freien. Wenn welche kommen. Was hast du gesagt? Nix. Was nix, ich hab's ja gehört. Geht alle, wenn wir's auszusetzen. Tu dich nicht schon wieder ohne zu aufregen, Windischgrube. Im Grund hat sie recht, die Therese. In den Haus hat nur einer recht, der bin ich. Damit hast du es ja auch weit gebracht. Ja, ja. Na, willst du mir Vorwürfe machen, dass ich mich... Nur schau, wenn ich mir in der Küche auch noch so viel Mühe gebe, die Fremden gehen doch lieber ins Posthof. Ja, ja. Weil es dort Zimmer gibt mit Bad. Ja, ja. Und weil sie dann... Und weil, wenn sie kein Verständnis haben. In meinem Haus gibt es noch ein Labor. Ein Waschschüssel, die der Kaiser Franz Josef noch persönlich benutzt hat, aus nachweisbar. Und ein Nachthäferl, das die Kaiserin Maria Theresia als dreijähriges Kind höchstpersönlich... Keine Majestätsbeleidigung. Ein Telegramm aus Berlin. Da steht Mühlhuber, bitte. Das ist von Mariandl. Ja, bestimmt. Was schreibt sie? Gewehr zerreißen. Was ihr hört, die haben das gewittet, das Zamp. Lasse mir Ablenkung. Stipendium. Aber was lest denn da wieder zusammen? Lasse mir Ablehnung. Nur Ablehnung. Stipendium nicht gefallen, stopp. Ja. Fahre deshalb zuerst nach Wien, stopp. Ja. Stopp. Schließlich bin ich die Mutter. Ja, ich bin der Taufpater, bin ich auch werden, nicht wahr? Nehme die Sache selbst in die Hand. Ha? Lieber, das ist... die Marianne, das ist großartig, Nimm die Sache selbst. Sie hat Energie, ja, unglaublich, das hat sie von mir. Das ist ein dummes Mädel. Sie ist ein gescheites Mädel. Aber dumm ist sie, wenn die dort im Ministerium einmal Nein sagen, werden sie jetzt dem Mariandl zuliebe nicht wieder Ja sagen. Gib mir das Telefon. Aber sie wird sich schon durchringen. Der wird sich so... Kommt noch Wien. Und die Iris ist aber auch nicht von schlechten Eltern. Ja. Nächstes Mal setze ich meinen Sturzhelm auf. Nein, nicht so unordentlich. Ja, es tut mir leid, aber ich hab's eilig. Sind aus Berlin, was? Bewundern Ihren Scharfsinn. Ich glaube, mit Ihnen ist nicht gut Kirschen essen, so. Jetzt müssen Sie mich entschuldigen, ich werde erwartet. Dringend. Moment. Wissen Sie zufällig da im Ministerium Bescheid? Wo ich? Nein, ich bin hier ganz fremd. Küss die Hand. Küss die Hand, wenn ich das schon höre. Thank you.
Also alles, was recht ist. Das ist jetzt genau das 71. Mal, dass Sie zu spät kommen. Guten Morgen, Herr Hofrat. Es tut mir leid, aber ich hatte eine Panne mit meinem Auto. Mein lieber Hofer, diese Art Pannen kenne ich. Die hatte ich früher auch mal. Morgen werden Sie sich damit entschuldigen, dass Ihre Tante an Blindarm operiert wird. Und übermorgen mit der Silberhochzeit Ihres Großpapas. Holen Sie mir den Akt Hermann von Zimmer 12. Hol, Herr Hofrat. Aber eilig, bitte. Können Sie schon wieder Sie? Was heißt hier schon wieder? Ein Glück, dass nicht alle hier Tempo haben. So, wieso? Sonst geht für Fußgänger auch noch Geschwindigkeitsbegrenzungen. Soll das ein Witz sein? Wiedersehen. Können Sie mir wenigstens sagen, wie das Referat 5, Zimmer Nummer 71 ist? Du heiliger Strohsack. Es handelt sich um ein Stipendium an der Musikhochschule. Ja, da kann man nichts machen. Wegen des Stipendiums? Nein, Sie sind mein Schicksal. Bitte, Zimmer 71 ist vor Ihrer Nase. Treten Sie ein. Das Zimmer ist ja leer. Wo ist denn der Beamte? Hier, da bin nämlich ich. Ach nee. Ach nee, mir erzählen Sie, Sie sind hier fremd. Notwehr, mein Fräulein. Also, in welcher Angelegenheit wollen Sie hier vorsprechen? So, Hansi, und jetzt stör mich nicht. Wir müssen jetzt arbeiten. Was? So. Franzi, was gibt's denn heute Schönes? Soufflé? Käsesoufflé? Sehr schön. Ja, ich bin pünktlich. Verflixt nochmal, die Unterlagen müssen irgendwo zu finden sein. In einem was, Sie können sich drauf verlassen. Wiedersehen, Franzi. Und wenn Sie doch so auf die Charmante zukommen, das ist eine typische Wiener Schlamperei. Typische Wiener Schlamperei? Das ist ja allerhand. Aber lassen Sie sich ruhig Zeit. Ich bitte, lassen Sie diesen preußischen Ton. Ich komme hier jedes Mal Kopfschmerzen. Das ist mir ganz egal, ich werde Ihnen so lange auf den Wecker gehen, bis Sie das Gesuch gefunden haben. Und nun, was tue ich? Ich suche ja. Und dann muss da drin stehen, weshalb man es abgelehnt hat. Na, hoffentlich. Ich werde einmal den Hofrat fragen. Wie war der Name? Mühlhuber, Marianne Mühlhuber. Mühlhuber, Marianne, aus Berlin. Ich warte Sie einen Moment. Herr Hofrat. Das Fräulein war laut genug. Wo kann denn der Akt sein? Das müssten Sie doch wissen. Ja, es tut mir leid, aber die Stipendiengesuche hat Ihr Vorgänger, der Hofrat Weinzierl, bearbeitet. Da müssen wir erst mal suchen. Sagen Sie, dass Sie so in 4 Wochen wieder nachfragen. Ja, das habe ich ja bereits vorgeschlagen. Darauf geht sie nicht ein. Sie möchte die Zeugnisse haben. Die waren bei der Eingabe mit dabei. So dumm. Was kann man da machen? Ja. Herr Hofrat, ich fürchte, der Akt ist verloren gegangen. Verloren gegangen? Ja. Das gibt's doch nicht. Ja. Da hat das Fräulein ganz recht. Das ist wirklich eine Schlamperei. Ja, aber Herr Hofrat... Jawohl, das ist eine typische Wiener Schlamperei. Na, sowas? Tja, das ist gut. Ist das ein Geheimfach? Nein, das war immer schon kaputt, Herr Hofrat. Sie hat es längst reparieren lassen. Ja, heutzutage kriegt man einen Weltraumpiloten leichter als einen Handwerker. Vielleicht ist der Akt dabei. Ja, mal sehen. Mühlbrunner, Mühlbauer, Mühlhofer, Mühlhuber. Mühlhuber, das Fräulein aus Berlin. Da bin ich aber schon sehr froh. Ich hab's nicht gern, wenn wir uns blamieren. Ja. Also sagen Sie dieser unangenehmen Person, sie soll morgen Vormittag wiederkommen. Ja, kann ich das nicht gleich erledigen, damit die endlich einmal abreist? Nein, nein, das nehme ich mir jetzt mit nach Hause. Ich will den Vorgang gründlich studieren. Ja, aber warum denn Überstunden, Herr Hofrat? Ist doch alles abgelehnt. Ablehnen können wir, aber nachsagen lassen können wir uns nichts. Schon gar nicht von einer Preußin. Also, ja, lass uns das reparieren. Natürlich, Herr Hofrat. Bitte lassen Sie das. Das ist Beamtenbestechung. Total vertrocknet. So? Na, ich hab's ja gewusst, Sie haben ihn nicht. Sie werden lachen, ich habe ihn. Das heißt, der Herr Hofrat hat ihn. Ja, und? Er wird den Vorgang höchstpersönlich zu Hause studieren, damit er die Ablehnung begründen kann. Am besten ist, Sie kommen morgen um 11 Uhr im Ministerium wieder vorbei, obwohl... Was obwohl? Ja, Zweck hat's keinen. Wenn abgelehnt ist, abgelehnt, nicht? So. Dann will ich wenigstens meine Zeugnisse. Bis morgen gebe ich dem Hofrat Zeit. Aber wenn er mich dann wieder vertröstet, dann kann er was erleben. Und Sie auch, Sie, junger Mann. Franzi und Franzl, das klingt doch. Das hat doch eine Harmonie. Komm, setz dich. Na, solange du deinen angebeteten Franzl Herr Hofrat nennen musst, hast nichts von der Harmonie. Eine kluge Frau gibt nicht auf. Bitte, jetzt ist er ja noch fest, Herr Hofrat, aber... Mit der Zeit wird er auch einmal das Reisen kriegen oder eine Glanzen. Das sind ja fromme Wünsche. Also schließlich auch nicht mehr die Jüngste.
Außerdem ist er pensionsberechtigt. Aber es will mir nicht in den Kopf, dass ein so honoriger Mann wie der Herr Hofrat nicht schon längst geheiratet hat. Der ist schließlich in seinen Jahren und noch immer Junggeselle. Ja, weißt, der hat sich halt nicht entschließen können. Der sucht ein Mittelding. Ja, der sucht ein Mittelding zwischen der Marilyn Monroe und der Elisabeth von England. Ich finde, der nie. Obwohl, ja, ich meine, ein bisschen jünger sind ja die beiden, aber... Meinst du? Ja, das Mollete hast von der Monroe und von der Elisabeth das Königliche. Wirklich? Ja, und außerdem kannst du kochen. Gott sei Dank, du hast recht. Die Liebe geht ja immer noch durch den Magen. Hallo, Steffi. Servus, Peter. Das ist aber lieb, dass du mich abholst. Du siehst ja wieder aus zum Verlieben. Ganz meine Meinung. Gesternt, meine Geste. Oh, Herr Hofer. Schade, dass Sie nicht auch mal einen älteren Herrn abholen. Also viel Vergnügen. Und wenn Sie morgen beim zu spät kommen wieder mal sagen, dass Ihre Tante eine Blinddarmoperation gehabt hat, dann werde ich Ihnen dieser schönen Tante zuliebe verzeihen. Gesternt. Servus. Wiedersehen, Hofer. Das ist ein Mann. Ausschauen tut er und reden kann er. Ist er eigentlich verheiratet? Nein, aber mach dir gar keine Hoffnungen. Die Frau, die den Hofrat dazu bringt, sie zu heiraten, die muss erst geboren werden. Oh ja. Wirklich, wir sollten unsere Speiskarten vergrößern. Die Gäste wollen doch Auswahl haben. So, Auswahl, Auswahl, wir haben Auswahl genug. Wir haben ein Kölbernes, wir haben ein Schweinernes, wir haben ein Faschiertes, nicht wahr? Dein Apfelstrudel ist erstklassig und der gedünstete Kartoffelspitzen macht da keiner noch. Nee, aber die Leute stellen doch heutzutage Ansprüche. Mhm. Ansprüche, Ansprüche, da habe ich überhaupt gesagt. Da habe ich schon Mühe, wenn ich das her. Für Ansprüche habe ich keine Zeit und habe ja kein Geld für Ansprüche. Frau Marianne, ein Ferngespräch aus Wien. Das Mariandl ist am Apparat. Das Mariandl? Ja, ich komme schon. Geh mit dir. Nein, geh mit dir. Ja, geh mit. Das tut sich da zu hoch. Ja, Marianne, Kinderl, ist was passiert? Was? Naja, ich hab's ja gleich gewusst, wenn die mal Nein gesagt haben. Am besten, du kommst sofort nach Haus. Du? Ach so. Was? Was? Ja, also gut, dann bis übermorgen. Ich hol dich ab. Und dass du mir nicht traurig bist, gell? Ich werde bestimmt einen Ausweg finden. Du? Aber wie denn? Wo willst du denn das Geld nehmen? Naja, es gibt ja auch noch andere Berufe. Nein, Mutti, du täuschst dich. Ich bin nicht traurig. Mach dir keine Sorgen. Wenn ich es dir doch sage, dafür kann ich jetzt ganz bei dir bleiben. Ja. Servus. Und grüß alle schön. Mach's gut, mein Herzl. Auf Wiedersehen. Warte, ich hätte... Ich hätte ja auch gern was. Ich hätte gern, grüß Gott. Was hast du denn? Aber nichts. Ist was passiert? Nein, was? Da plagt man sich und schuftet sich ab sein ganzes Leben lang und... Dann kann man nicht einmal seinem Kind weiterhelfen. Na ja, schon. Du weißt ja, Marianne, nicht, weil ich möchte ja sehen, aber ich muss ja mit jedem Kreuz rechnen, und ich hab das über dich. Ja, ich weiß, doch du hast dir selber genug Sorgen. Ja, der Narische. Servus, Mindischgruber. Servus. Ich hab gleich gewusst, dass das du bist. Wieso? Na, wer macht denn sonst so einen Wirbel? Haben sie wieder rauslassen? Ja, aber ungern. Weil sowas wie mich haben sie gesagt, kriegen sie nicht so schnell hinter Schloss und Riegel. Ja, na, pass nicht auf. In 3 Tagen haben sie wieder umgefangen, haben sie beim Schlafittchen. Mir nicht. Schau her, wenn ich jetzt von einer Weinprobe komme, ist ja schließlich mein Beruf, dann blase ich da hinein. Luftballon. Und wann das grün wird, dann bin ich blau. Ja, das ist ja so ein Thermometer für Besoffene. Ja. In diesem Fall fahre ich nicht mit meinem Wagen, sondern, jetzt schau her, jetzt zeige ich dir was, ich benutze hier mein zusammenlegbares Fahrrad. Was sagst du jetzt? Na ja, was sagst du jetzt? Aber schließlich kommst du jetzt mit einem Automobil fährst oder mit dem Fahrrad. Besoffen mit meinem Blau ist Blau. Ja, aber wann kontrolliert schon die Polizei einen Radfahrer? Trunkenheit an der Lenkstange, das gibt's ja gar nicht. Na, wird er was sagen, wenn er wegen jedem Viertel rennt. Ein Luftballon aufblasen müsst, na, da freut mich das ganze Trinken nicht mehr. Sag einmal, wie geht's denn der Marianne? Gut geht's ihr, gut. Brauchst du aber gar nicht anstrengen, bei der hast du keine Chancen. Na, das haben wir da schon 100 Mal gesagt. Das werden wir noch sehen. Ja, Servus. Ja, Herr Hofrat, haben ja mein schönes Soufflé überhaupt noch nicht angerührt. Herr Hofrat, Soufflé,
Das ist doch nicht möglich, nein. Das kann doch nicht wahr sein. Aber ja. Momentel. Wann war ich in Dürnstein? Was ist passiert? Franzi, ich habe eine ungeheure Entdeckung gemacht. Sagen Sie, wann war ich in Dürnstein? Ja, seit ich bei Ihnen bin, überhaupt noch nicht. Ja, und wie lange sind Sie bei mir? 6 Jahre, 6 Monate, 23 Tage, 7,5 Stunden und 10 Minuten genau. Ja, ja, Sie können gut rechnen, aber... Ja. Also, ich war in Dürnstein, da war ich Oberleutnant. Wann kann das gewesen sein? Wir sind noch jung und fesch waren. Ja, wir sind ja fast im gleichen Alter. Ei, jetzt fällt's zusammen. Jetzt lassen Sie mich damit zufrieden. Also, jetzt haben wir 1961 und ich bin 17,5. Herr Hofrat, bitte, dass Herr Hofrat ein Casanova sind, das weiß ganz Wien, aber 51 und 17,5, Herr Hofrat, sollten Sie sich schämen. 51 und 17,5. Franzi, wie viel ist 51 weniger 17,5? Zu viel, Herr Hofrat, zu viel. Denken an den Altersunterschied. Gänsemachen ist mir nicht narisch. Also, wenn sie 1961 17 ist und ich bin 1961 51, wann ist sie dann geboren? Am besten, sie wäre überhaupt nicht geboren. Denken, Herr Hofrat, nur an den Rheumatismus. Herr Hofrat, wer einen Rheumatismus kriegen. Hexenschuss haben sowieso schon zweimal gehabt. Denken Sie noch an die Wärmflaschen, Franzi, die ich Ihnen damals... Es handelt sich nicht um einen Hexenschuss. Es handelt sich um eine Tochter. Wie bitte? Also, sie ist 17. Und wenn ich der Vater bin, war sie vor 17 Jahren 18. Ja. Stimmt. Ich rufe jetzt den Herrn Medizinalrat. Sie ist ja wirklich wahnsinnig heiß. Aber Franzi, hier können Sie es doch lesen, schwarz auf weiß. Ich habe ein Kind, eine Tochter. Ja, was? Ja, ich habe bis jetzt nur keine Ahnung davon gehabt. Also, ich bin 17 und das Mädel ist 61. Ich muss der Vater sein. Ich habe immer geglaubt, dass der Herr Hofrat vielleicht eine falsche Zähne kriegt, aber eine Tochter, das hätte ich ja nie zu träumen gewagt. Vielleicht haben der Herr Hofrat auch eine Frau und sind verheiratet. Aber gehen Sie, das auch vergessen. Hören Sie auf. Ja. Nach 17 Jahren. Fand Sie, ist das nur ein Zufall oder ist das Schicksal? So ein Zufall ist meistens Schicksal. War sie denn hübsch, die Mutter? Das Mariandl? Ein süßes, junges Mädchen. Und ich war verliebt. Sie aber auch. Nur Kunststück. Aber der Krieg und die Gefangenschaft. Sogar ein Lied habe ich damals für Sie komponiert. Zwar ein bisschen dilettantisch, aber... Wollen Sie es hören? Nein. Aber bitte. Mariandl, Landl, Landl, aus dem Wachauer Landl, Landl. Kreuzen? Ja, sehr. Wenn Sie das für mich komponiert hätten, hätten wir mindestens Zwilling. Das ist Marant Josef, das Soufflé. Hofer! Hofer! Unglaublich. Guten Morgen, Herr Hofrat. Entschuldigen Sie, ich weiß zum 72. Mal, aber meine Tante, die musste nämlich heute... Heute nicht. Doch, heute. Sagen Sie mir lieber, bitte, wo ist das Mariandl? Bitte, wer? Ich meine dieses Fräulein Marianne Mühlhuber aus Dürnstein in der Wachau. Ach, die Mühlhuber. Also entschuldigen Sie, Herr Hofrat, aber erstens ist diese Person aus Berlin und zweitens... Geboren ist sie in Dürnstein, aufgewachsen in Berlin, wie aus diesem Lebenslauf hervorgeht. Bei einer älteren Schwester der Mutter, die vor kurzer Zeit verstorben ist. Die Mutter? Nein, die Schwester. Das arme Mädel hat da sicher nichts zu lachen gehabt. Die Zeugnisse sind glänzend. Das Abitur mit Note 1, naja, kein Wunder. Und das Zeugnis von dem Professor von der Musikhochschule in Berlin, einfach fabelhaft. Sie muss einen gescheiten Vater haben. Naja, also muss nicht. Muss. Unbegreiflich, dass mein Vorgänger das abgelehnt hat. Also, wo ist sie? Ich habe sie für 11 Uhr hierher bestellt. Ja, aber es ist halb so spät. Also, wenn sie kommt, möchte ich sie sofort sprechen, ja? Wie oft soll er das denn noch sagen? Ich gebe meine goldene Gans nicht her. Aber geh, Windisch Gruber, sei doch gescheit. Mit deiner goldenen Gans kannst du doch keinen Hund mehr hinterm Ofen hervorlocken. Und ich weiß im Posthotel nicht, wo ich meine Sommergäste hinlegen soll. Ja, wo du deine Sommergäste hinlegst, das ist ja mir ganz wurscht. Gib nicht her, fertig. Den Gasthof kriegt er heute oder morgen die Mariandl, die Erbtin. Also ich würde auf so eine Erbschaft verzichten. Oder hast du schon wieder die Hypothek vergessen, die dir mein Onkel gegeben hat? Ah, von der Seite bloß der Wunsch. Ich habe nur erwähnt. Ich habe erwähnt, das hat er endlich. Mein Lieber, pfui Teufel. Ja, was ist denn schon wieder los? Aber was? Frag mal nicht, erpresst wir uns mit der Hypothek.
vertreiben wir uns von Haus und Hof. Aber sei doch nicht narrisch, Windischgruber. Seit ich von meinem seligen Onkel das Posthotel geerbt habe, habe ich nicht ein Sterbenswörterl von der Hypothek geredet. Aber jetzt hast du geredet. Jetzt hast du geredet. Natürlich, rausfassen wir uns. Aber ist ja nicht wahr. Natürlich kannst du bleiben. Aber gut, ich brauche nicht deine Milde. Ist ja lächerlich. Und was das Mariandl und dich betrifft, weißt du, wo für euch zwei ein Platz ist? Ich bitte dich, Gustl, fang nicht schon wieder damit an. Vertröst mich nicht immer, ich kann doch nicht ewig warten. Zum Schluss nimmt mich gar keiner mehr. Brauchst gar nicht zu warten, es nutzt dir ja sowieso nichts. Also bitte misch dich nicht schon wieder hinein. Sie will ich heiraten und nicht dich. Nur ich würde mich auch schön bedanken. Schau, Gustl, zum Heiraten gehört mehr als Sympathie. Aber du würdest es bestimmt nicht bereuen. Natürlich, ob es bereuen möchte, ob es. Lass dir nichts einreden. Du warst, Marianne, du bist schon einmal... Also jetzt ist aber Schluss, Windischgruber, ein für alle Mal. Ja, ich sag dir nur... Schluss! Wann kommt denn das Mariandl? Und Sie glauben, ich hätte Aussicht? Bestimmt, so wie die Dinge liegen. Sagen Sie, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, Organistin zu werden? Kirchenmusik, das ist doch für ein junges Mädel etwas Ungewöhnliches. Ja, der Herr Kaplan Sommer in Dürnstein hat mich auf die Idee gebracht. Meine Mutter wollte es zuerst gar nicht, aber dann hat es durchgesetzt. Und Ihr Vater? Warum hat der sich nicht gekümmert? Mein Vater? Mein Vater kenne ich nicht. Der soll ein Halodri sein. So, ein Halodri? Ja, ich weiß nicht einmal seinen Namen. Aber Opa Windischgruber, der sagt das immer zu meiner Mutter. Und Ihre Mutter? Na, die sagt das nie. Aber die lebt so im Wolkenkuckucksheim, ich glaube, die wartet immer noch auf ihn. Wirklich? Nach so langer Zeit? Naja. Ist eben sentimental. Mein Kind, Sie können unbesorgt nach Dürnstein fahren. Ich bringe das alles in Ordnung. Wirklich? Bestimmt. Ach, fein. Nur eine kleine Bitte hätte ich noch. An mich? An Sie, mein kleines Fräulein. Wissen Sie, ich möchte die Wiener Schlamperei gut machen. Oh, warte, da bin ich wohl ganz schön ins Fettnäpfchen getreten. Ein bisschen. Und ein bisschen haben Sie auch recht gehabt. Und darum möchte ich Sie einladen, mit mir heute Abend zum Heurigen zu gehen. Zum Heurigen? Ja. So ganz allein mit einem fremden Herrn? Also wissen Sie, meine Tante in Berlin, die hätte gesagt, Marianne, mein Kind, ob sich das hier hört? Warum denn nicht? Na, eigentlich haben Sie recht. Also abgemacht? Abgemacht. Gehen wir. Ich meine, schließlich sind Sie auch schon ein älterer Herr. Ja. Herr Hofrat? Freut mich. Schau, Gustl, wenn wir schon so ehrlich miteinander reden, dann muss ich dir sagen, dass... Gar nichts musst du jetzt sagen. Meine Einwilligung kriegst du nie. Nichts. Nicht, das Posthotel hat die Goldene Gans ruiniert. Aber geh. Dass wir heute so dastehen, nicht mehr beinahe vor den Ruinen, das ist ja nicht die Schuld vom Füller. Ja, dem Gustl seine aber nicht. Denn schließlich hat er das Hotel erst vor ein paar Jahren geerbt. Lieb, dass du mich verteidigst. Euch habe ich ja alle gern. Dich, das Mariandl und sogar den Windischgruber, diesen alten Grandschirm. Und bei mir brauchst du dich nicht einzuschmeicheln, gell? Und wenn du mir nur so schön tust, weil ich sag das ehrlich, ich mag dich nicht. Und sie mag dich auch nicht. Moment. Füller. Frau Pfüller, der Name ist schon... Jetzt pass einmal auf, Windischgruber. Wenn ich dir auch noch so viel verdanke, aber ob ich ihn nehme oder nicht, ist schließlich meine Sache. Stimmt. Und Pfüller ist doch hässlich. Na, so schön wie Windischgruber ist es auch. Sehr richtig. Ja, nimm ihm nur einen Schutz. Ich weiß ja, was er spekuliert. Na was? Auf deinen Tafelspitz, auf deinen gedünsteten, auf deinen Auszug oder Apfelstrudel, nicht nur auf die Küche, auf die erstklassige von dir, nicht nur ein tüchtiger Köchin braucht er. No? Na ja, das stimmt. Ja. Ist das ein Verbrechen? Ich passe doch gar nicht zu dir, Gustl. Wie oft soll ich dir denn noch sagen? Aber ich passe ja auch nicht zu dir. Das ist die beste Voraussetzung für eine gute Ehe. Aus Liebe heiraten ist sowieso ein Blödsinn. Ja, das hört sich ja ganz so an, als ob du eine unglückliche Liebe gehabt hättest. Eine? Ein Dutzend? Du, bitte, na, ist das ein Red? Für einen Brautwerber? Im Dutzend ist die Liebe billiger, was? Ich warne dich, Marianne, du, einmal bist du schon... Jetzt fangst schon wieder damit an. Ich dulde nicht, dass du den Gustl dauernd kränkst, dazu habe ich ihn zu gern. Aha, sie hat mich gern. Marianne, wollen wir es nicht doch miteinander versuchen? Na, also in Gottes Namen, wenn dir das genug ist, versuchen wir es halt miteinander. Probiert es. Das Frauenherz ist ein Rätsel. Wie, Herr Hofrat, ich soll mit Ihnen und dem... Fräulein Mühlhuber heute zum Heurigen gehen? Ja, Sie verstehen, was soll so ein junges Mädel allein mit mir anfangen? Naja, aber zufällig bin ich mit der Steffi heute Abend verabredet. Aber Hofer, erzählen Sie doch, was mir immer erzählen. Ihre Tante hätte Mumps oder sonst was. Ja. Ihnen fällt bestimmt was ein. Also ein Mannenwort. Aber pünktlich. Pünktlich, das auch noch. Mir bleibt doch wirklich nichts erspart.
Hallo? Ja, Steffi? Du, ich kann heute abends leider nicht zu dir kommen. Ich habe fürchterliche Zahnschmerzen. Ja, plötzlich. Wirklich, ich... Nein, komm, ich sag dir die Wahrheit, ob du es glaubst oder nicht. Aber ich muss heute dienstlich zum Heurigen. Ach, erzähl mir doch keine Märchen. Ich hab deine ewige Schwinde, dein Dank. Hoffentlich ist die nicht langweilig. Nee, ich finde so ein Heurig in der Wolke. Und ich finde es komisch, wenn eine Österreicherin Berlin hat. Wieso? Wenn man jahrelang in Berlin zur Schule gegangen ist? Na dann Prost, Herr Hofrat. Prost. Sie sind ein liebes Mädel, Fräulein Mühlmann. Ach, sagen Sie doch einfach Mariandel zu mir. Gut, Mariandel. Sie kommen bestimmt nach Dürnstein? Ganz bestimmt. Großes Ehrenwort. Sie sind ein Pfundskerl. Das hört ein alter Herr gern. Nee, so alt sind Sie doch gar nicht. Außerdem, dafür können Sie ja nichts. Alt, wenn wir allein mal. Das ist ja unglaublich, dieser Peter Hofer. Ah, der kommt auch? Ja. Schade. Ich wäre so gern mit Ihnen heute Abend allein geblieben. So nett wie heute Abend war es schon lange nicht mehr. Ich habe das Gefühl, Sie haben es nicht leicht gehabt, Marianne. Ne? Naja, es gab vergnügtere Kinder, aber schwer. Schwer hat es meine Mutter gehabt, nicht ich. Ach, Sie sollten sie kennenlernen. Sie ist so lieb, gut und hübsch. Eine Figur, sage ich Ihnen, ganz große Klasse. Und das sind Sie auch, Marianne. Nee. Ich muss mir meinem Vater nachgeraten sein. Aber meine Mutter, nach der drehen sich alle Männer um. Oh, pardon, Herr Hofrat, entschuldigen Sie meine Verspätung. Nehmen Sie Platz. Guten Abend, Herr Hofrat, entschuldigen Sie. Ich hatte ja schon viele Pannen mit meinem alten Karren, aber die Panne von heute... Geschenkt, ein Glas bitte. Geschenkt. Ein Glas für mich. Prost. Vorsicht, der Wein hat's in sich. Sie sehen ja entzückend aus. Na? Sehr zum Wohl, Gnädige. Sehr zum Wohl, junger Mann. Außerdienstlich sind Sie gar nicht so übel. So. Aber bei mir hat er auch als Super-Gentleman kein Glück. Ein Schlag ins Herz eines Casanovas. Kommen Sie, wir trinken auf die Frau Mama, ja? Ja. Sie soll leben, ja? Trinken wir auf Sie. Ja. Früher nannte man Sie auch Marianne. Marianne Landla. Was denn, Sie kennen das? Ja, nicht? Natürlich, bitte. Wenn ein junger Mann von Liebe spricht, wird es gleich ein Gedicht. Marianne Landl, aus dem Wachauer Landl, dein lieber Name klingt schon wie ein Liebeswort. Marianne Landl, du hast mein Herz am Bandel, du hältst es fest und lässt es nie mehr wieder fort. Und jedes Jahr stellt er sich ein, dran ist der Donaustrom nicht schuld und nicht der Wein. Ins Wachauer Landl zieht ihn ein Marianne Landl, denn sie will ganz allein nur sein Marianne sein. Denn sie will ganz allein nur sein Marianne sein. Also das war ein Zücken. Darf ich Ihnen dafür einen Kuss geben? Ja. Darf ich auch? Na, holla. Immer hübsch langsam, ja? Ich dachte nur in der Mangelung von Blumen. Also Hofer, bei Marianne lass uns das. Keine Bange, Herr Hofrat. Ist nicht mein Typ. Dann ist ja gut. Ja, aber was nicht ist, kann er noch werden. Oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Steffi, du? Ich wollte noch mal nachschauen. Sie wissen doch, Herr Hofrat, dem Peter darf man kein Wort glauben. Ja, also jetzt übertreibst du. Keineswegs, Sie haben vollkommen recht. Heute hat er sogar dieselbe Krawatte wie ich. Das ist reine Verehrung, Herr Hofrat. Darf ich mich zu Ihnen bitte setzen? Es du, ist doch nirgends Platz. Ja, wie ist nicht lieber hier? Herr, dann Prost, nicht? Prost.
Vorsicht. Oh, ihr vertragt einen ganzen Stiefel. Charmant, dieser Berliner Dialekt. Findest du nicht auch? Ja, sehr charmant. Was haben Sie denn heuer für Reisepläne, Frau Stöcker? Ich möchte unbedingt an die Riviera. Aber Peter meint, heutzutage fährt schon jeder hin. Mein Bus geht morgen früh um 8 Uhr Hofrat. Dann ist ja höchste Zeit. Ja. Fahren Sie mit dem Bus zurück nach Berlin? Nein, ich fahre nach Dürrenstein. In die Wachau. Dort bin ich nämlich zu Hause. So, Kinder. Danke, Sie sind wirklich sehr lieb zu mir. Ich versuche nur ein bisschen gut zu machen. Ich meine die Sache mit dem Ministerium. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Außerdem, wenn das Stipendium nicht abgelehnt worden wäre, hätte ich Sie ja nie kennengelernt. Und das hätte mir verdammt leid getan. Einsteigen, bitte. Ja. Glückliche Reise. Danke vielmals. Und grüßen Sie Ihre Mutter. Ja, gern. Unbekannterweise. Aber Sie müssen bestimmt nach Dürrenstein kommen. Ganz sicher. Gut, also Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo, Fräulein Mariandl. Fräulein Mariandl, wo sind Sie? Da. Herr Hofer. Auf Wiedersehen, alles Gute. Ja, danke. Vielleicht besuche ich Sie mal. Aber nicht vergessen, nein. Wiedersehen. Wiedersehen, tschüss. Gute Reise. Tschüss. Wiedersehen. Verzeihung. Oh, das, Herr Hofrat. Tun Sie mir einen Gefallen, verdrehen Sie dem Mädel nicht den Kopf. Das ist eine Überraschung. Wie kommen Sie denn hierher? Das wollte ich Sie fragen. Sie wissen, ich habe für vieles Verständnis und ich habe Sie wirklich gern, Hofer. Ja. Aber das Mädel lassen Sie in Ruhe. Ja, aber ich... Kommen Sie. Mutti. Endlich. Lass dich anschauen, Kind. Gut schaust aus. Wie war's in Wien? Ach, ich hab dir so viel zu erzählen. Da war ein Hofrat im Ministerium, als ich sagte, zum Verlieben. Ja. Wo ist denn dein anderes Gepäck? Das habe ich von Berlin aus direkt aufgegeben. Es müsste eigentlich schon da sein. Also dann komm. Ich habe eine große Neuigkeit für dich. Ja? Na, was schaust du mir denn so an? Gefall ich dir vielleicht nicht? Na, ich will dir nicht schmeicheln, aber du gefällst mir nicht. Dankeschön. Dir fehlt die Würde. Was für eine Würde? Na, die väterliche Würde. Geh herauf. Na, was denn? Wie soll denn das Kind, ich meine, die Mariandl, für den Respekt haben? Was geht's ja denn? Du bist viel zu jung. Zu jung? Jugend ist ein Fehler, der mit jedem Tag geringer wird. Ja, das hast du wohl gelesen. Wieso weißt du das? Weil ich auch gelesen hab. Ja. Aber ihr passt doch gar nicht zusammen. Der Gustl Pfüller ist ein ehrlicher, anständiger Mensch. Aber Mutti, du liebst ihn doch gar nicht. Und er? Ich kann mir das nicht vorstellen. Schau, Mariandl, wir haben uns gern und werden uns bestimmt gut vertragen. Und ein bisschen Geborgenheit und Wärme, das ist schon sehr viel wert. Mutti, ich weiß ganz genau, du tust es nur meinetwegen. Aber das ist doch nicht nötig, jetzt, wo der Hofrat... Also Schluss jetzt damit. Auf das Stipendium können wir verzichten und dieser Hofrat wird dir bestimmt nicht das geben, was du am meisten brauchst. Dein Zuhause und deinen Vater. Na, was sagst du zu meiner Kollektion? Was kann man da sagen, was er dir das... Der möchte wie ein Apfelsaft schmecken. Wieso? Wenn er nicht so sauer wäre. Der hat er nachgeschmacken. Nach was? Nach Spiritus. Der geht. Ja, der ist nicht lieferbar. Na, brauchen wir gar nicht. Na, und jetzt kostet den. Ein edles Gewächs. Na? Dünn ist er. Der ist dünn? Dünn. Der ist preisgekrönt. Ja, was mit einem Eiwasser. Na, das kannst du aber nicht sagen. Moment. Der hat den stärksten Alkoholgehalt. Ja. Pass auf. Erwachsener Mensch, der Preis, aber auch mein Hacken. Tschüss, na bitte, ganz grün. Na ja, weil du meinen Wein getrunken hast. Servus, Mariandl. Vati, Windeschruber. Oh, ich hab dich ja so vermisst. Okay, habt ihr das gehört? Fein, dass du jetzt bleibst du. Ja. Servus, Mariandl. Guten Tag, Herr Pfüller. Ja, na, nenn mich ruhig Papa. Simpo Plem Plem, ja. Was? Aber Kind, wie kannst du denn sowas... Na ja, was, wenn er so mit der Tier ins Haus holt. Na ja, sie wird sich schon mit der Zeit an mich gewöhnen. Meinen Sie? Bitte, Mariandl. Na ja, ich würde es versuchen, ne? Also komm jetzt, komm. Ja. Bisschen frostig, nicht? Na ja, mein Gott, es ist ein bisschen Luft gespannt, nicht, vor der Reise. Franzi, wenn ich Sie anschaue, möchte ich meinen, ich fahre zu einem Begräbnis. Tja, vielleicht begrabt wirklich jemand. Ein Traum. Franzi, was ich Ihnen sagen wollte.
Sie kennen doch den Oberpostrat Federer. Ja. Der hat mir verraten, dass er eine große Schwäche für Sie hat. Er ist Junggeselle. Der Federer? Ja, Sie können ihn doch einmal einladen, wenn ich nicht da bin, zum Essen. Wäre das nicht schön? Da schau her, der Federer. Frau Oberpostrat? Ja, auch nicht schlecht. Hallo, sind Sie Träger? Ja. Dann bringen Sie das zur Goldenen Gans. Ich gehe voraus. Ja, das ist gern. Danke, ich kenne mich aus. Entschuldigen Sie, kann ich das Fräulein Mariandl sprechen? Nein, das Mariandl ist nicht da, die ist in der Kirche. In der Kirche? Ja, und ihre Mutter auch. Zwei Bier, bitte. Meine lieben Dürnsteiner, verkünde ich das Aufgebot von unseren lieben Pfarrkindern Marianne Mühlhuber und von Gustav Pfüller, die den heiligen Bund der Ehe eingehen wollen. Thank you.
Sag mal, wo geht's denn hier zur Goldenen Gans? Da gleich ums Eck. Da runter? Ja, ja. Dank dir. Moment, Moment. Ich fühl's gern, die Goldene Gans. Sie können das Gepäck hier lassen. Ich fahre wieder zurück nach Wien. Wann geht denn der nächste Zug? In 3 Stunden. Aber warum wollen Sie nicht da bleiben? Gefällt Ihnen nicht in Türenstein? Hier gibt's einen besonders guten Tropfen. Man merkt's. Kann man da drin auch telefonieren? Ja, das auch. Aber der Wein ist wirklich gut da. Fräulein Mariandl! Hallo, Sie sind doch gekommen? Ja, ich hab's Ihnen doch versprochen. Ach, lieb sehen Sie aus. Ui, das war mein erster Handkuss. Ja, bestimmt nicht der letzte. Wie lange bleiben Sie denn? Ja, wenn Sie nichts dagegen haben, 3 Wochen. Ich möchte meinen Urlaub hier verbringen. Was, denn den ganzen Urlaub? Ja. Ach, das ist schön. Wie geht's dem Herrn Hofrat? Oh, der ist nach Bad Ischl gefahren. Schade, ich hätte mich so auf ihn gefreut. Ja, Sie schön langsam werde ich eifersüchtig. Kommen Sie. Was, die heiratet? Ja, aber das ist ja entsetzlich, Herr Hofrat. Ich wollte mich gerade mit dem Herrn Oberpostrat treffen, aber unter diesen Umständen sage ich natürlich ab. Bitte, wie Herr Hofrat meinen, sage ich ihm nicht ab. Und Ihre Tochter, die wird doch enttäuscht sein. Vielleicht ist es besser, ich melde mich erst gar nicht bei ihr. Ja, aber nein, ich werde meinen Urlaub in Ischl verbringen. Nein, nein, das geht nicht. Da hätte ich erst mit der Mutter sprechen müssen. Also zerbrechen Sie sich nicht meinen Kopf, Franzi. Auf Wiedersehen. Herr Hofrat, hörst du es? Eingehängt hat er. Armer Franzl. Pech hat er. Ja, wieso denn? Seine Verflossene hat einen anderen Aufgebot schon bestellt. Na du, mach dir nur keine falschen Hoffnungen. Ein Oberpostrat in der Hand ist besser als ein Hofrat auf dem Dach. Also ich lasse den Oberpostrat noch ein bisschen zappeln, außerdem hat der Franzl eine höhere Pension. Ist es nicht herrlich bei uns? Sauber. Das wird der schönste Urlaub meines Lebens. Freuen Sie sich? Ich meine, dass ich nach Dürnstein gekommen bin. Natürlich, sehr. Kommen Sie, ich zeige Ihnen unseren Lieblingsplatz. Da gehen meine Mutter und ich immer hin. Bitte. Danke. So, haha. Tu mir den Gefallen, Gustl, und lass das. Ich möchte nicht, dass man über dich lacht. Wer lacht über mich? Da täuscht du dich. Über mich hat noch nie ein Mensch gelacht. Verzeih, ich wollte dich nicht verletzen, aber... Seit man dich damals erwischt hat... Endlich! Ja, das Ding da ist nicht grün, dafür ist dein Gesicht rot. Ja, das ist ein Beweis, dass ich nicht blau bin. Ist auch gar nicht möglich, ich habe nur Selterwasser getrunken. Du hast ja einen richtigen Komplex. Ich habe einen Komplex, ich bin nur vorsichtig. An alles hat man gedacht bei der neuen Straßenverkehrsordnung. Nur nicht an uns Weinhändler. Einen Menschen einsperren, nur weil er ein paar Promille mehr hat, beruflich. Naja, Gott sei Dank ist nichts passiert. Das hätte aber was passieren können. Nein. Wenn's nächstens wieder so viel Wein trinken musst, dann nimmst du halt einen Chauffeur. Ich? Nee. Ich bin ein Sportsman. Ich fahr selber. Also, fahr mal. Das ist meine Antwort schon warten. Haben Sie etwa Angst vor mir? Aber gehen's vor Ihnen? Sie sind wirklich zum Verlieben. Das sagen Sie bestimmt sehr oft, was? Na ja, sagen vielleicht, aber denken. Seit wir in Wien sozusagen aufeinander gestoßen sind, da sind Sie mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Na, ich hatte aber auch eine ganz schöne Beule. Ja, sieht man noch was? Oh, vorsichtig, vorsichtig. Ich bin gerade mal so meine Gehirnerschütterung herumgekommen. Na, bei mir hat es eine Herzerschütterung gegeben, und zwar eine ganz schwere. Na, also Ihre Platte ist ja ziemlich abgespielt. Sie müssten mal eine neue auflegen. Wie meinen Sie das? Ich meine, wenn jemand mit mir flirten will, dann muss ihm schon was Besseres einfallen. Na ja, ich hätte doch mit der Steffi an die Riviera fahren Nein, sollen. Nein, das hätten Sie... Ich meine... Mariandl, jetzt hast du dich ja verraten. Du bist ja eifersüchtig. Ja. Magst du nicht?
Hofer, das ist ja die Höhe. Oh. So also sieht Ihr Urlaub an der Riviera aus. Herr Hofrat, das ist aber nett. Verzeihen Sie, Mariandl, dass ich da so hereingeplatzt bin, aber ich hätte mich gern etwas mit Ihnen unterhalten. Allein. Wo wohnen Sie, Herr Hofer? In der Goldenen Gans, bitte. Dann warten Sie dort bitte auf mich. Nee, aber ich kann doch Kein nicht... Kein Aber, Sie erlauben. Ja, Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Warum sind Sie denn so böse mit ihm? Mir macht er vor, fährt an die Riviera. Na, ihr wollte ja auch zuerst, aber dann hat er sich's anders überlegt. Sie ja auch, zum Glück. Sie bekommen unser schönstes Zimmer. Wie lange bleiben Sie denn? Wissen Sie schon, Moment, ob Sie... Moment, Marianne. Mein Zug geht in etwa 2 Stunden. Ach, schade. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie das Geld für Studium bekommen werden. Der Antrag ist bewilligt? Ja. So schnell? Hm? Ach, Gott sei Dank, da braucht die Mutti den Gustl Pfüller ja nicht zu heiraten. Was sagen Sie da? Naja, sie gibt es zwar nicht zu, aber sie tut es nur meinetwegen. Bitte, Sie müssen mir helfen. Er ist bestimmt nicht der Richtige für Sie. Meinen Sie? Ja, wenn das so ist, dann bleibe ich vielleicht doch. Ach ja, bitte, ich wäre sehr glücklich. Mariandl, aber etwas müssen Sie mir versprechen. Schauen Sie, der Peter Hofer ist und bleibt ein Windhorn. Zwar ein sehr charmanter, aber halten Sie Ihr Herz fest. Fallen Sie nicht auf ihn herein. Naja, ich bin ja nicht von gestern, nicht? Na, dann ist ja gut. Hast du keine Ahnung, wo es Mariandl ist? Mein Gott, ich weiß ja nicht. Schade. Naja, fahren wir heute ohne Sie. So was. Na, das hätte man echt den Traum einfallen lassen. Die Frau Pfüller. Aber wenn ich es Ihnen doch sage, sie will sich nur opfern, nicht nur für mich, auch für den alten Windischgruber. Dem gehört nämlich von der Goldenen Gans kein Stein mehr. Marianne! Hallo. Meine Mutter und ihr Zukünftiger. Mit wem geht denn das Marianne da spazieren? Na, den werde ich mal einmal vorknöpfen. Ich habe dich überall gesucht. Mutti, weißt du, wer das ist? Das ist egal. Mit fremden Herren spazieren zu gehen, das schickt sich nicht. Gestatten, Hofrat Geiger. Stell dir vor, das Stipendium ist bewilligt. Ja, ja. Wir brauchen nichts geschenkt. Komm, steig ein. Sei nicht böse, Gustl, aber ich glaube, der Herr Hofrat und ich müssen uns trotzdem unterhalten. Ja, aber wozu denn? Die Ausbildung meiner Tochter bezahle ich. Ihrer Tochter? Das ist ja... Was denn? So schnell schießen die Preußen nicht. Bin doch nicht deine Tochter. Also... Vor allem ist sie meine Tochter. Sehr richtig. Entschuldige mich jetzt bitte, Gustl. Ja, aber das kannst du doch auch noch morgen besprechen. Ich weiß nicht, ob ich bleibe. Also dann komm du mit, Mariandl. Nein, ich habe eine Verabredung. Bitte, da glaubt man, man hat eine Familie und was tut sie? Wenn man einmal fahren will, dann lässt sie einen sitzen. Also ich bitte dich, Gustl. Na bitte, ich sag ja nichts. Habe die Ehre. Oh, warte, ist der sauer. Mariandl, würden Sie uns einen Moment allein lassen? Ja, gern. Willst du mir nicht wenigstens die Hand geben? Du bist also der Hofrat, von dem es Mariandl dauernd gesprochen hat. Ich habe geglaubt, du weißt es. Aber wir wollen uns doch nicht hier unterhalten auf der Straße. Komm. Hallo. Hallo, Peter. Herr Hofer. Ach, Mariandl, das ist lieb. Komm, setz dich ein bisschen zu mir. Sie sehen aus, Sie? Ein Du nimmt man nicht zurück. Oh, ja, Entschuldigung. Du siehst aus, als ob dir die ganze Petersilie verhagelt wäre. Er wird dir den Kopf schon nicht abreißen. Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, er ist eifersüchtig. Ach, Quatsch. Du, der Hofrat hat eben meine Mutter kennengelernt. Also ich sagte, die haben sich angesehen wie Romeo und Julia bei der Silberhochzeit. Unser alter Lieblingsplatz, erinnerst dich noch? Schau mal, Herrn, ich weiß, du hast Grund, mir böse zu sein, aber ich... Böse? Das ist wohl nicht das richtige Wort. Seit das Mariandl in Wien war, habe ich mir immer wieder den Augenblick ausgemalt, wo wir uns wiedersehen würden. Ich habe mir diesen Augenblick jahrelang ausgemalt. Und da habe ich mir vorgestellt, dass ich dir ins Gesicht schreien würde, geh, geh, verschwind, so wie du damals verschwunden bist. Marianne. Es ist doch ein Glück, dass ich so ruhig bin, nicht? Aber im Grund weiß ich wirklich nicht, wozu du diese Begegnung überhaupt herbeigeführt hast. Was willst du? Marianne, es ist jetzt alles so ganz anders. Ich weiß nicht recht, wie ich dir sagen soll. Damals hast du es gewusst. Hast mir das Blaue vom Himmel versprochen. Ich habe mich wie ein Schuft benommen. Aber jetzt? Das Kind soll endlich meinen Namen tragen und deshalb bin ich... Daran hättest du früher denken müssen. Marianne, ich bitte dich, überleg dir das mit dem anderen Mann. Ich will ja alles wieder gut machen. Jetzt hör doch auf, von Wiedergutmachung zu reden. Ich habe dir viel Kummer gebracht. Ja. Und wenn du mir jetzt was Liebes tun willst, dann bring nicht Unruhe ins Leben von Mariandl.
Sie soll nie erfahren, dass du ihr Vater bist. Versprichst du mir das? Marianne, du weißt nicht, was du mir damit antust. Ich habe das Kind so lieb gewonnen. Es ist mein Kind. Wir sind bisher ohne dich ausgekommen. Wir brauchen dich auch in Zukunft nicht. Was heißt anhalten? Ich bin ja nicht blau. Los, schnell hinterher. Der ist bestimmt besoffen. Was ist denn? Haben Sie einen weißen Amerikaner gesehen? Nein, aber zwei Neger da. Aber nein, ich meine ein Cabriolet. Ja, das ist da hinuntergefahren mit mindestens 150 Sachen. Danke. Bitte sehr. Los, weiter. Ich hab's ja gewusst, Radfahrer kontrollieren Sie nie. Ah, Herr Hofrat, Sie bleiben doch? Ich hab's ja gewusst. Vielleicht auf Zimmer Nummer 3. Gestatten Sie, Hofer. Meine Mutti. Tut mir leid, Marianne. Ich muss abreisen. Ich möchte vorher nur noch mit Herrn Hofer sprechen. Muss das sein, Herr Hofrat? Bitte, wir können uns in Ihrem Zimmer unterhalten. Entschuldigen Sie. Zusammen. Herr Hofrat. Was ist denn? Magst du ihn nicht? Mutti. Marianne, ich... Siehst du das? Schau, Kinderl, ich kann nicht so mit dir reden. Hat doch die Mutter nichts gesagt? Nein. Sie werden mir vielleicht sagen, es geht mir nichts an, aber... Wohin ich im Urlaub fahre, ist doch schließlich meine Angelegenheit, Herr Hofer. Sicher, mein lieber Hofer. Kommt, setzen Sie sich zu mir. Es ist sonst so ungemütlich. Tja, es handelt sich um das Marianne. Ich habe Sie doch schon in Wien gebeten. Ja, bei allem Respekt, Herr Hofrat, aber das ist meine Sache. Was ist denn dabei, wenn man sich ein bisschen verliebt? Sie sind doch auch kein Heiliger. Natürlich nicht. Ich bin's auch nie gewesen. Leider. Aber in diesem Fall... Oder haben Sie etwa ernste Absichten? Bitte, Herr Hofrat, ich finde das Marianne entzückend, aber... Aber? Aber ich möchte mich noch nicht festlegen. Dann muss ich Sie bitten, das Mädel in Ruhe zu lassen. Am liebsten wäre es mir, Sie würden abreisen, heute noch. Ja, das geht aber ein bisschen zu weit, Herr Hofrat. Sie tun ja gerade so, als ob Sie Ihr Vormund wären. Bleiben Sie sitzen. Ich glaube, es ist notwendig, dass ich Ihnen die Wahrheit sage. Ich bin mehr als Mariandels Vormund. Ich bin Ihr Vater. Bitte? Ja, das staunt's. Ich hab's auch nicht gewusst. Ich hab's erst durch die Eingabe erfahren, die Mariandels Mutter ans Ministerium gemacht hat. Du heiliger Bimbam. Aber das Mariandel weiß nichts davon. Ihre Mutter hat mir das Versprechen abgenommen, ihr nicht zu verraten, dass ich ihr Vater bin. Und darum bitte ich auch Sie, Hofer. Ja, natürlich, Herr Hofrat. Ich sage kein Wort. Schauen Sie, Hofer, ich war früher genauso wie Sie. Und darum möchte ich nicht, dass mein Kind dasselbe durchmachen muss wie Ihre Mutter. Wenn sie also nicht ernst ist. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass Marianne Ihre Tochter ist, dann... Dann wären Sie nicht hierher gefahren. Natürlich nicht. Unter diesen Umständen ist es wohl besser, Sie reisen wieder ab. Ja. Vielleicht haben Sie recht, Herr Hofer. Sicher, Hofer. Ist der Peter Hofer immer noch oben? So viel ich weiß, ja. Sind du fest weg? Ja, ich glaube, es ist besser so. Wieso denn? Hatte der Hofrat etwa verboten, hier zu bleiben? Ich
Bin ich dumm denn eingefallen und frag mich nicht. Oder ist dir die Steffi wieder eingefallen? Die Steffi? Nein. Doch, ja, die Steffi. Ja, als ich vorhin vor dem Hofrat stand, da ist mir eingefallen, dass ja die Steffi meinetwegen die ganzen Reisepläne umgeworfen hat. Ach, und warum hast du mir vorgeschwindelt, ist es aus mit ihr? Das war kein Schwindel, ich kenne mich selber nicht mehr aus. Das gibt eben Situationen, die sind schwierig. Also, dann Servus. Du hörst von mir. Bei Gelegenheit. Bei Gelegenheit. Versteh? Mariandl. Nimm ich dir nicht zu Herzen. Servus. Servus. Herr Hofrat? Mich? Ja, natürlich. Es ist wegen Peter. Was haben Sie ihm gesagt, dass er so plötzlich wegfährt? Naja, dass ein Mädel wie Sie zu schade ist. Ich hätte ihn mir schon erzogen. Sie können sich nicht so einfach in meine Privatangelegenheiten mischen? Natürlich nicht. Schauen Sie, kommen Sie, wir wollen in aller Ruhe darüber reden. Ne? Sie können ja nicht ahnen, wie einem so zumute ist. So, komm. Aber Mariandl, ja, wenn ich eine Ahnung gehabt hätte, dass er schon so tief sitzt. Ich finde, das ist schlimmer als... Was? Als Masern. Es tut richtig weh. Ich habe so das Gefühl, dass... Dass du dich verliebt hast. Verzeihen Sie, sagt dauernd du zu ihm, aber alte Herren sagen gleich du zu einem so jungen Mädchen. Naja, bleiben Sie ruhig dabei. Schön, Mariandl. Und du bist mir nicht mehr böse, mein Kind? Nein. So also hältst du dein Versprechen. Mariandl. Es wäre meine Sache gewesen, dem Mariandl zu sagen, dass du ihr Vater bist. Kein Wort habe ich gesagt. Du, Sie sind mein... wirklich mein Vater? Ist das wahr? Na also, wenn es schon heraus ist, ja. Ja, dann, mein Gott, ist ja wie das große Los. Mutti, warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Und du hast mir auch nichts verraten. Aber jetzt weiß ich, warum ich dich gleich so schrecklich gern gehabt habe. Oh, Mutti, endlich habe ich einen Vater, einen ganz richtigen Vater für mich allein. Und einen, auf den ich stolz bin. Leider hast du bis jetzt keinen Grund dazu gehabt. Stolz musst du auf deine Mutter sein. Spar dir deine Worte. Ich habe dich gebeten, mein Kind in Ruhe zu lassen. Ich bitte dich, Marianne, schließlich, es ist doch auch mein Kind. Ja, schließlich bin ich auch sein Kind. So ist das also. Mutti, du musst ja wissen, zu wem du gehörst. Mutti! Bitte geh nach und sag, dass ich noch heute abreise. Ja? Nein, das darfst du auf keinen Fall tun. Ihr müsst euch wieder vertragen. Warum bist du nicht schon früher gekommen? Ja, warum? Und so eine Frau wie Mutti vergisst man doch nicht so einfach. Da hast du ganz recht. Ich war eben auch ein Hallodre. Verstehst du jetzt meine Sorgen wegen Peter Hofer? Ja, ja. Würdest du sie denn, ich meine, würdest du Mutti jetzt vielleicht heiraten? Dummerl, deshalb bin ich doch hier. Ja, dann müssen wir doch was unternehmen. Ja, aber was? Dass gerade du mein Vater bist. Herrlich. Bitte? Verzeihen Sie, wo kann man denn hier außer in der Goldenen Gans noch wohnen? Ja, beim Füller, im Posthotel. Beim Füller, ja. Danke. Weiß ich schon? Ja? No, es hat der Kanner alles gut, ja. Du darfst dich doch nicht unterkriegen lassen. Kindchen, deine Mutter will nicht, dass ich bleibe. Ich mag ihr nicht noch mehr wehtun. Und wenn sie dich selbst bittet? Selbst? Ja, das wäre was anderes. Aber das wird sie nie. Oh doch, lass mich das nur machen. Der Zug ist fort. Sie bleibt da. Ich glaube kaum. Bring's das Gepäck wieder zur Bahn. Ja, wenn einer nicht weiß, was er will, dann haben die anderen den Profit. Das wird noch eine Lehmstellung.
Bleib still. Was? Bleib still und nicht so. Das Gepäck bleibt da. Na, wer zahlt mit dem? Na, gut. Ja, was? Kannst du wechseln, kann er redet ja. Was soll denn das heißen? Herr Hofrat, einmal sind Sie uns schon durchgegangen. Da waren Sie Oberleutnant, da waren Sie noch sehr jung. Aber jetzt sind Sie schon reifer. Ja, aber... Ja, Herr Hofrat, Sie bleiben da. Fertig, gehen wir. Jawohl, du bleibst da. Fertig, gehen wir. Guten Tag. Sagen Sie, haben Sie noch ein Zimmer für mich? Einen Moment. Ja, es ist gerade etwas frei geworden. Ausgezeichnet, das nehme ich. Und wenn Sie mich bitte mit der Goldenen Gans verbinden würden, ich möchte dort Fräulein Mühlhuber sprechen. Fräulein Mühlhuber? Ja, Marianne Mühlhuber. Bitte, wenn Sie dort in die Kabine gehen wollen. Bitte schön. Bitte, Fräulein Mühlhuber. Fräulein Mühlhuber, einen Augenblick, ich verbinde. Hallo? Bist du's? Ich verstehe nicht. Wer ist am Apparat? Na, kannst du das nicht denken? Ich kann einfach so nicht wegfahren. Ich habe jetzt erst bemerkt, wie lieb ich dich hab. Du dummer Kerl. Warum hast denn das nicht gleich gesagt? Darauf habe ich doch nur gewartet, aber du hast ja immer nur von Wiedergutmachen geredet. Wovon? Von wie... Ich verstehe dich nicht. Ich habe doch nur... Einen Moment. Franzl! Sagen Sie, was treiben Sie denn da? So, das frage ich Sie. Sie sind doch schuld. Ich bin nicht schuld, meine Braut ist schuld. Immer wenn sie mich ärgert, fahre ich zu schnell. Schöne Bescherung. Na ja, no, ist ja nichts passiert. Da. Da nicht, aber das genügt mir. Aha. Polizei. Aha. Nicht aha, bleiben Sie oben. Bitte, ich habe schon 3 Unfälle gehabt. Verraten Sie mich nicht. Sie bekommen einen Wagen. Einen neuen? Einen Vogelnagelneuen. Ehrlich? Ehrenwort. Los, fahren Sie ab. Was ist denn hier passiert? Ja, da ist was passiert. Das war nämlich so, ich wollte ihn gewissermaßen unten überholen und da dürfte ich ihn oben unterschätzt haben. Lassen Sie die dummen Witze. Das ist kein Witz. Blasen Sie da hinein. Nein, ich bin völlig unmusikalisch. Also blasen Sie da hinein. Bitte, genügt das? Ihr Glück, dass Sie keinen Alkohol getrunken haben. Ich bin ja Vegetarier. Also bitte lassen Sie das, ja? Ich bin im Dienst. Ja, was haben Sie denn mit meinem schönen Wagen gemacht? Ja, der dürfte mir hinten drauf gesprungen sein. Das ist aber neu, das hat er noch nie getan. Also der Wagen gehört Ihnen? Ja, allerdings. Das werden wir mal protokollieren. Ja, nein, das ist nicht nötig. Als Besitzer komme ich selbstverständlich für den Schaden auf. Ja, ich auch. Also die Herren einigen sich selbst untereinander. Jawohl. Ja. Dann ist die Amtshandlung beendet. Darf ich Ihnen noch irgendwo hineinblasen? Danke. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Dankeschön. Warum soll ich einen Stiefvater bekommen, wenn ich einen richtigen Vater habe? Na ja, natürlich. Du hast... Na ja, was... Schließlich, aber die Mutter ist doch eine erwachsene Person. Sie wird schon wissen, was sie tut. Sie weiß es eben nicht. Sie ist ganz einfach bockig. Das darf man nicht sagen von der Mutter, gell? Also ich lasse meinen Vater nicht wieder fort. Du müsstest mit ihr sprechen und ihr den Füller ausreden. Ja, Füller ausreden. Glaubst du, was ist schon? Ich habe schon versucht, ein paar Mal, und immer wenn ich an, haben gesagt, sie lasst mir, wenn sie sich ja. In dem Punkt, dass sie einsinnig, da ist sie direkt bockert. Das darf man aber nicht sagen. Was? Ja, nein, aber ich darf nicht, nur weil ich erwachsen bin. Aber irgendetwas muss doch geschehen. Natürlich muss was geschehen, aber was Gescheites, was Gescheites müsste einem einfallen. Aber wenn mir das gelingt... Du bist doch sonst so gescheit. Ja? Glaubst du? Mariandl, der Windischgruber sagt mir, dass du krank bist. Was hast du? Gottes Willen, wie schaust du denn aus?
Ich will nur noch mal meinen Vater sehen. Hier steht doch der kalte Schweiß auf der Stirn. Wo ist mein Vater? Ja? Bitte, Herr Hofrat. Entschuldige, Marianne, aber eben höre ich, dass Sie... Bleib! Geh nicht fort, bitte komm! Beruhige dich, mein Kind! Ich bitte dich, Franzl, bleib! Ja, unter diesen Umständen. Also gut, ich bleibe. Wir müssen sofort den Doktor holen. Oh, mir geht's hier schon viel besser, viel besser. Und vor allem das Fieber messen. Ja, auch noch. Gebt euch die Hand, versöhnt euch, kommt! Das wird doch nichts Ernstes sein. Mach dir keine Sorgen, bitte. Also schlaf jetzt ein bisschen, mein Kind. Ja. Was ist denn eigentlich vorhin passiert, Franzl? Plötzlich warst du nicht mehr am Telefon. Am Telefon? Was soll denn passiert sein? Wie konntest du mir solche Angst einjagen? Marianne, ich habe dich nicht angerufen. Ja, aber du hast doch gesagt, du kannst nicht so einfach fortfahren. Du hast das jetzt erst... Das war nicht ich. Ja, wer denn sonst? Das war der Peter. Das war der Peter. Schämst du dich nicht, deinen Eltern eine solche Komödie vorzuspielen? 36,5, ganz normal. Ich danke dir, Marianne. Wofür? Immerhin hast du mich soeben als Elternteil anerkannt. Und deshalb, ob es dir recht ist oder nicht, bleibe ich hier. Juhu! Das habt ihr euch ja fein ausgedacht. Aber ob es euch recht ist oder nicht, ich heirate den Pfüller. Marianne. Ach! Was Besseres ist dir nicht eingefallen? Na, so schlecht war es doch gar nicht. Du, das kann eigentlich nur der Peter gewesen sein, meinst du nicht? Wahrscheinlich. Dann ist er also doch nicht so ein Hallo-Drivé. Wie? Mach nicht so ein Gesicht. Das mit dem Füller werde ich schon schaukeln. Guten Appetit, Papa. No. Mariandl. Geht's dir jetzt besser, Papa? Ja, danke. Sag einmal, was ist denn in dich gefahren? Wieso nennst du mich plötzlich Papa? Naja, eigentlich hast du recht. Ich werde doch lieber Gustl zu dir sagen. Ha? Ich meine, für einen Vater bist du noch viel zu jung und zu fesch. Na eben. Wenn es die Leute hier sehen, werden sie alle glauben, ich bin deine Freundin. Das darf doch nicht wahr sein. Wäre dir das sehr unangenehm? Nein, durchaus nicht, nur... Weißt du, ich möchte mich noch bei dir entschuldigen. Ich glaube, ich habe dich nicht sehr gut behandelt. Ja, das stimmt. Ah, da kommt der Peter, der Peter Hofer. Ich kenne ihn vom Ministerium in Wien. Ah, ja, das ist ein netter Mensch. Ich habe seinen Wagen zusammengefahren, deshalb ist er hier geblieben. Ach, deshalb ist er hier geblieben? Ja, ja, aber wir haben uns geeinigt. Er bekommt einen funkelnagelneuen. Na, bei der alten Kiste, da ist ja alles kaputt. Und ich habe gedacht... Ja. Mariandl, das ist aber eine liebe Überraschung. Ach was, Sie sind doch hier? Du bist doch nicht böse, weil ich vom Telefon weggelaufen bin. Oh, das, nö. Das ist die Sache mit dem Auto gerade passiert. Ja, ich weiß, aber Sie haben nicht mit mir gesprochen, sondern mit meiner Mutter. Wir haben nämlich die gleichen Vornamen. Oh, Ewe. Ich wollte ja nämlich... Wollen Sie nicht Platz nehmen? Bitte schön. Aber Gustl, wir wollten uns doch heute nur so ganz allein unterhalten. Wieso? Ach so, entschuldigen Sie, wenn ich störe. Na, keine Sorge. Gustl und ich, wir haben uns ja so viel zu erzählen, nicht wahr, Gustl? Naja, wenn du meinst, aber so kenne ich dich ja gar nicht. Du wirst dich nur wundern. Das tue ich allerdings auch. Na, also, du bist aber eine ganz raffinierte. Oh, das ist noch gar nichts. Du bist so verändert. Sag einmal, was hast du eigentlich vor? Nichts. Ja, aber warum behandelst du ihn so schlecht? Weißt du, das ist so einer, der glaubt, alle Frauen sind verrückt nach ihm. Ja. Tja, wenn er nur halb so nett wäre wie du. Aber bei mir hat er überhaupt keine Chance. Hab ich denn welche? Aber Gustl, ein Mann wie du imponiert doch jeder Frau. Ja, das höre ich jetzt öfter. Gehst du mit mir tanzen? Ja, ich weiß nicht, ob das deiner Mutter recht sein wird. Nur sie braucht ja nichts davon zu erfahren. Ach so. Servus, Gustl. Servus. Herr Hofer, Sie gestatten, Sie müssen mir einen Rat geben. Warum? Meine zukünftige Stieftochter hat sich unsterblich in mich verliebt. Lass sie nicht sagen. Ja, ja. Wenn das Ihre Mutter erfährt, gibt es eine Katastrophe. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ja, ja. Also, dass du mich hier gefunden hast, das kann ich noch gar nicht begreifen. Jetzt erhol dich endlich von deiner Überraschung. Prost. Ja, Moment. Ah, der Fachmann. Also, der ist nicht von mir. Wieso? Weil er gut ist. Komm, wir springen auch. Nein, echt nicht, bitte. Ich finde es so kindisch, immer über das Feuer drüber. Wozu glaubst du, dass ich hierher gekommen bin? Da zum Springen? Also, komm. Also, wenn du mich brennen sehen willst. Für mich. Langsam. Was? Aua. Hä? Der Absatz. Ja, der Absatz bitte. Ist hin. Ich habe ja gleich gesagt, diese Hopserei hier.
Also, Papa, komm, lass uns springen. Ja, aber wenn ich Feier fahre, bist du schuld. Ja, 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 ja. Vielmals. Pardon, meine Gnädigste. Du scheinst dich ja recht gut zu amüsieren. Ja, du etwa nicht? Oh, Fräulein Mariando, wir kennen uns doch. Ah, Sie verbringen Ihren Urlaub auch hier? Haben Sie was dagegen? Eigentlich wollte ich nicht, aber Peter kann ja ohne mich nicht leben. Ach so? Ja, stimmt. Kids, Herr Hofer, bitte stellen Sie mich endlich dieser bezaubernden jungen Dame vor. Gerne, Steffi, das ist mein Freund Gustl Pfüller. Christian. Weingroßhandel und Spezialist für Kraftfahrzeuge. Also, Sie sind der schönste Stern, der jemals über Dürnstein aufgegangen ist. Ja, Sie wissen Knallfrosch, also ja? Komm jetzt. Komm. Ja, apropos Knall. Ja? Was macht denn mein Wagen? Der neue? Ja. Der knallt morgen. Der kommt morgen. Das ist gut. Oh, mein Peter, fährst du mit mir an die Riviera? Naja, vielleicht. Ja, wir wollen noch zur Donauterrasse tanzen. Kommen Sie mit? Warum nicht? Komm, Peter. Ja, komm, Gustl. Ja. Das macht gar nichts. Nein, nein, das Wenn unser lieber Herr hoch ein Herzerl wird gehen, das lacht und das weint und das liebt, der soll es nur recht fein in ein Glaskasten legen, das nicht bricht und das ihm ja nicht verdirbt. Sehr schön. Ist ein bisschen naiv natürlich, aber... Herzlich, ne? Sehr schön. Herzlich. Also, Prost. Na? Ja. Okay, na, also. Ich gebe mir auch gleich ein Viertel. Das wievielte Viertel ist denn das heute? Ich zähl's nicht, ich trink's. Opa, aber. Nein, bitte. Sag mal, Fernl, hast du vielleicht das Mariandl gesehen? Ja. Aber geht, der sieht überhaupt nichts mehr, was? Natürlich habe ich es gesehen. Schrei nicht. Aber der tanzt mit dem Pfüller. Pfüller? Der hat ja den Mordsrausch. So was habe ich noch nicht gesehen. Na ja, dass die Mariandl nur nicht eventuell einsteigt, sie ins Auto. Der fährt da wie ein Verrückter. Zum Schluss passiert noch was. Dann ist besser, ich schaue nach ihr. Entschuldigt bitte. Warte, ich komme mit dir. Ja. Das hätte ich mir auch nicht gedacht. Dass ein Rausch vom Füller da mal für etwas gut ist. Also, wenn das meine Tochter wäre, die würde ich übers Knie legen. Du bist ja eifersüchtig, Peterle. Okay. Hat dich endlich erwischt? Die schiebt dir ganz recht. Gustl! Ja! Hier, mein Vater ist ein Cowboy in der Prärie. In dem Pferdestall bei uns zu Haus. Und bevor ich gehen lernte, ritt ich schon auf dem Pony in den grünen Wald hinaus. Ja, mein Vater war ein Cowboy und mein Herz vergisst ihn nie. Seine Herden mit den Pferden in der Prärie.
See. Einmal kamen Gangster in die Silberbar und die schlugen alles kurz und klein. Doch da kam ein Daddy, der nicht feige war und fing alle mit dem großen Lasso ein. Denn ihr Vater war ein Cowboy, und ihr Herr, das vermisst ihr nie. Meine Helden mit dem Helden. Aber hin und hau ja eine runter. Wieso ich? Na, schließlich bist du der Vater. Meine liebe Marianne, bis jetzt hast du mir weder Rechte noch Pflichten eingeräumt. Soll ich doch der Pfüller eine runterhauen? Der Pfüller? So wie der sich da benimmt? Also gut, ich werde in Erfüllung meiner väterlichen Pflicht der Marianne eine runterhauen. Bitte. Gestatten Sie, Marianne. Nein, du kommst mit mir sofort nach Haus. Wir sprechen unter vier Augen. Ja, was ist denn los? Verzeih. Mariandl, schämst du dich nicht? Nee, was ihr benehmt euch ja unmöglich. Ja, wirklich unmöglich. Komm, unmöglich? Komm nach Haus. Komm. Nein, ich muss noch die Hüte wegbringen. Ja, komm, komm aber mit. Verzeihung. Oh je, der Herr Hofrat, das ist blöd. Der Peter Hofer ist ja auch da. Mach dir nichts draus, komm. Nee. Bleibst du noch ein bisschen da, jetzt, wo es gemütlich wird? Dankeschön. Marianne, möchtest du nicht zum Abschluss mit mir tanzen? Lass mich zufrieden, Gustl, ich mag nicht mit dir tanzen. Ach so, wahrscheinlich bin ich dir nicht gut. Gut genug. Genug, erledigt, wir passen eben nicht zusammen. Wenn du es nur endlich einziehst. Ja, bitte, mach ich eben Schluss mit dir. Whisky bitte, doppelt. Armer. Ja, ich bin wirklich arm. Soeben hat mich meine Braut verlassen. Aber es gibt doch noch andere. Naja, aber wo? Könnten Sie mich nicht trösten? Da ist aber noch einer, den ich trösten muss. Nein, ist ja alles so maßlos traurig. Wem sagen Sie dieses? Ex. Alles Ex. So, das nimmst du jetzt. Dann hast du morgen keinen Katzenjammer. Ich will ihn nie wiedersehen. Nie. Nie. Der Schlawiner. Nimmst du nicht so zu Herzen? Nein. Vati. Ja? Hab dich lieb. Ich dich auch. Und schlaf jetzt schön, mein Kind. Ja. Ach, Quatsch mit Soße. Andere Mütter haben auch schöne Kinder. Wird schon noch einen anderen kriegen. Bestimmt. Gute Nacht. Nacht. Ist sie schon im Bett? Sie schläft schon. Naja, aber ich wollte doch noch. Sonst hat sie morgen früh Kopfweh. Ich habe schon was gegeben. So, hast du schon. Was machen wir nur, wenn du nicht mehr da bist? Marianne, warum bist du immer so bitter zu mir? Bisher haben wir ja auch ohne dich mit dem Leben fertig werden müssen. Mariandl, Liebes, was soll ich dir sagen, dass du mir endlich verzeihst? In so einem Fall sagt man zu einer Frau, ich liebe dich. Frei. Ja, Franzl, darauf bist du leider nicht gekommen. Über alles hast geredet, nur davon nicht. Ich habe mich ganz einfach nicht getraut. Ich bin ja mein Esel. Ja, da ausnahmsweise recht. Ruhe. Was Ruhe, Ruhe? Macht ihr zu viel Geschichten, gebt euch endlich einmal ein Puzzle und fertig, sonst wäre grantig, ja? Kennst du einen Platz, wo wir ungestört reden können, ohne Ratschläge? Ja, Franz. Und du kennst ihn auch. Mein Herz am Bandel, Bandel, du hältst es fest und lässt es nie mehr wieder vor.
Was soll ich draufschreiben? Wegen Renovierung geschlossen. Mariandl? Hallo, Mariandl! Hofer, was machen Sie denn da? Oh. Tag, Herr Hofrat. Ich weiß, Sie halten nicht viel von mir, aber schließlich ein Mensch kann sich ja ändern. Also stottern Sie nicht herum, Hofer. Sagen Sie, was Sie wollen. Das ist Mariandl. Verzeihung. Gestatten Sie, Hofrat, ich ersuche Sie um die Hand Ihres fallen Tochter. Hoppla! Ich glaube, da habe ich wohl auch ein Wörterl mitzureden. Wärst du denn einverstanden? Ich meine, wir sollten es riskieren. Also wenn hier jemand was riskiert, dann bin ich's. Und ich riskier's. Mariandl, Landel, aus dem Wachauer Land, Lande, dein lieber Name klingt schon wie ein liebes Wort. Mariandl, Land, Lande, du hast mein Herz am Bandel, Bandel, du hältst es fest und lässt es nie mehr wieder fort. Und jedes Jahr stell ich mich ein. Dran ist der Donaustrom nicht schuld und nicht der Wein. Ins Wachauer Landl, Landl, zieht mich meine Mariandl, Landl, denn du wirst ganz allein. Du allein, Mariandl, sein. Macht er keiner noch. Nee, aber die Leute stellen doch heutzutage Ansprüche. Mhm. Ansprüche, da habe ich überhaupt gesagt. Da habe ich schon genug, wenn ich das her. Für Ansprüche habe ich keine Zeit und habe ich auch kein Geld für Ansprüche. Frau Marianne, ein Ferngespräch aus Wien. Das Mariandl ist am Apparat. Das Mariandl? Ja, ich komme schon. Geh mit dir. Nein, geh mit dir. Da, vielleicht ja, geh mit. Tut sich da zu hoch. Ja, Mariandl, Kinderl, ist was passiert? Was? Naja, ich hab's ja gleich gewusst, wenn die mal Nein gesagt haben. Am besten, du kommst sofort nach Haus. Du? Ach so. Was? Ja, also gut, dann bis übermorgen. Ich hol dich ab. Und dass du mir nicht traurig bist, gell? Ich werde bestimmt einen Ausweg finden. Du? Aber wie denn? Wo willst du denn das Geld nehmen? Naja, es gibt ja auch noch andere Berufe. Nein, Mutti, du täuschst dich. Ich bin nicht traurig. Mach dir keine Sorgen. Wenn ich's dir doch sage. Dafür kann ich jetzt ganz bei dir bleiben. Ja. Servus. Und grüß alle schön. Mach's gut, mein Herzl. Auf Wiedersehen. Warte, ich hätte... Ich hätte ja auch gern was. Ich hätte gern, grüß Gott. Was hast du denn? Ist aber nichts. Ist was passiert? Nein, was? Da plagt man sich und schuftet sich ab sein ganzes Leben lang und dann kann man nicht einmal seinem Kind weiterhelfen. Na ja, schon. Du weißt ja, Marianne, nicht, was... Ich möchte ja sehen, aber ich muss ja mit jedem Kreuz rechnen und wie habt ihr das über dich? Ja, ja, ich weiß, doch du hast ja selber genug Sorgen. Ja, der Narische. Servus, Mindischgruber. Servus.
Ich hab gleich gewusst, dass das du bist. Wieso? Na, wer macht denn sonst so einen Wirbel? Haben sie wieder rauslassen? Ja, aber ungern. Weil sowas wie mich haben sie gesagt, kriegen sie nicht so schnell hinter Schloss und Riegel. Ja, na, pass nicht auf. In 3 Tagen haben sie wieder umgefangen, haben sie beim Schlafittchen. Mir nicht. Schau her, wenn ich jetzt von einer Weinprobe komme, ist ja schließlich mein Beruf, dann blase ich da hinein. Luftballon. Und wann das grün wird, dann bin ich blau. Das ist also ein Thermometer für Psofane. Ja. In diesem Fall fahre ich nicht mit meinem Wagen, sondern, jetzt schau her, jetzt zeige ich dir was. Ich benutze hier mein zusammenlegbares Fahrrad. Was sagst du jetzt? Na ja, was sagst du jetzt? Aber schließlich kommst du jetzt mit deinem Automobil fährst oder mit dem Fahrrad. Psofen mit meinem Blau ist blau. Ja, ja, aber wann kontrolliert schon die Polizei einen Radfahrer? Trunkenheit an der Lenkstange, das gibt's ja gar nicht. Ich will dir was sagen, wenn ich wegen jedem Viertel rein einen Luftballon aufblasen müsste, na, da freut mich das ganze Trinken nicht mehr. Sag einmal, wie geht's denn der Marianne? Gut geht's ihr, gut. Brauchst du aber gar nicht anstrengen, bei der hast du keine Chancen. Na, das haben wir dir schon 100 Mal gesagt. Das werden wir noch sehen. Ja. Fast im gleichen Alter. Ei, jetzt fällt's zusammen. Jetzt lassen Sie mich damit zufrieden. Also, jetzt haben wir 1961. Und ich bin 17,5. Herr Hofrat, bitte, dass Herr Hofrat ein Casanova sind, das weiß ganz Wien, aber 51 und 17,5, Herr Hofrat, sollten sich schämen. 51 und 17,5. Franzi, wie viel ist 51 weniger 17,5? Zu viel, Herr Hofrat, zu viel. Denken an den Altersunterschied. Gänz machen Sie mir nicht narisch. Also, wenn Sie 1961 17 ist und ich bin 1961 51, wann ist sie dann geboren? Am besten, sie wäre überhaupt nicht geboren. Denken, Herr Hofrat, nur an den Rheumatismus. Herr Hofrat, wer einen Rheumatismus kriegen. Hexenschuss haben sowieso schon 2 Mal gehabt. Denken Sie noch an die Wärmflaschen, Franzi, die ich Ihnen damals... es handelt sich nicht um einen Hexenschuss. Es handelt sich um eine Tochter. Wie bitte? Also, sie ist 17. Und wenn ich der Vater bin, war sie vor 17 Jahren 18. Ja. Stimmt. Ich rufe jetzt den Herrn Medizinalrat. Sie ist ja wirklich wahnsinnig, Herr Esser. Aber Franzi, hier können Sie es doch lesen, schwarz auf weiß. Ich habe ein Kind, eine Tochter. Ja, was? Ja, ich habe bis jetzt nur keine Ahnung davon gehabt. Also, ich bin 17 und das Mädel ist 61. Ich muss der Vater sein. Ich habe immer geglaubt, dass der Herr Hofrat vielleicht eine falsche Zähne kriegt, aber eine Tochter, das hätte ich ja nie zu träumen gewagt. Vielleicht haben der Herr Hofrat auch eine Frau und sind verheiratet. Aber gehen Sie, das auch vergessen. Hören Sie auf. Ja. Nach 17 Jahren. Fand Sie, ist das nun ein Zufall oder ist das Schicksal? So ein Zufall ist meistens Schicksal. War sie denn hübsch, die Mutter? Das Mariandl? Ein süßes, junges Mädchen. Und ich war verliebt. Sie aber auch. Nur Kunststück. Aber der Krieg und die Gefangenschaft. Sogar Lil habe ich damals für Sie komponiert. Zwar ein bisschen dilettantisch, aber... Wollen Sie es hören? Nein. Aber bitte. Mariandl, Landl, Landl, aus dem Wachauer Landl, Landl. Freut ja, sehr. Wenn Sie das für mich komponiert hätten, hätten wir mindestens Zwilling. Es ist mein Aunt Josef, das Soufflé. Hofer! Hofer! Unglaublich. Guten Morgen, Herr Hofrat. Entschuldigen Sie, ich weiß zum 72. Mal, aber meine Tante, die musste nämlich heute... Heute nicht. Doch, heute. Sagen Sie mir lieber, bitte, wo ist das Mariandl? Bitte, wer? Ich meine dieses Fräulein Marianne Mühl. Wirklich, wir sollten unsere Speiskarten vergrößern. Die Gäste wollen doch Auswahl haben. So, Auswahl, Auswahl, wir haben Auswahl genug. Wir haben ein Kölbernes, wir haben ein Schweinernes, wir haben ein Faschiertes, nicht wahr? Dein Apfelstrudel ist erstklassig und dein gedünsteter Toffelspitzen macht da keiner noch. Nee, aber die Leute stellen doch heutzutage Ansprüche. Hm. Ansprüche, Ansprüche, da habe ich überhaupt schon, da habe ich schon genug, wenn ich das her. Für Ansprüche habe ich keine Zeit und habe ja kein Geld für Ansprüche. Frau Marianne, ein Ferngespräch aus Wien, das Mariandl ist am Apparat. Das Mariandl? Ja, ich komm schon. Gib mir dir, gib mir dir. Ja, gib mir. Jetzt tut sie da zu hoch.
Ja, Mariandl, Kinderl, ist was passiert? Was? Naja, ich hab's ja gleich gewusst, wenn die mal Nein gesagt haben. Am besten, du kommst sofort nach Haus. Du? Ach so. Was? Was? Ja, also gut, dann bis übermorgen. Ich hol dich ab. Und dass du mir nicht traurig bist, gell? Ich werde bestimmt einen Ausweg finden. Du? Aber wie denn? Wo willst du denn das Geld nehmen? Naja, es gibt ja auch noch andere Berufe. Nein, nein, Mutti, du täuschst dich. Ich bin nicht traurig. Mach dir keine Sorgen. Wenn ich es dir doch sage, dafür kann ich jetzt ganz bei dir bleiben. Ja. Servus. Und grüß alle schön. Mach's gut, mein Herzl. Auf Wiedersehen. Warte, ich hätte... Ich hätte ja auch gern was. Ich hätte gern, grüß Gott. Was hast du denn? Ist aber nichts. Ist was passiert? Nein, was? Da plagt man sich und schuftet sich ab sein ganzes Leben lang und dann kann man nicht einmal seinem Kind weiterhelfen. Na ja, schon. Du weißt ja, Marianne, nicht, weil ich möchte ja sehen, aber ich muss ja mit jedem Kreuz rechnen, nicht, wie ob das über dich... Ja, ja, ich weiß, doch du hast ja selber genug Sorgen. Ja, der Narische. Servus, Mindischgruber. Servus. Ich hab gleich gewusst, dass du bist. Wieso? Na, wer macht denn sonst so einen Wirbel? Haben sie wieder auslassen? Ja, aber ungern. Weil sowas wie mich haben sie gesagt, kriegen sie nicht so schnell hinter Schloss und Riegel. Ja, na, pass nicht auf. In 3 Tagen haben sie wieder umgefangen, haben sie beim Schlafittchen. Millet, schau her. Wenn ich jetzt von einer Weinprobe komme, ist ja schließlich mein Beruf, dann blase ich da hinein. Luftballon. Und wann das grün wird, dann bin ich blau. Ja, das ist ja so ein Thermometer für Psofene. Ja. In diesem Fall fahre ich nicht mit meinem Wagen, sondern, jetzt schau her, jetzt zeige ich dir was. Ich benutze hier mein zusammenlegbares Fahrrad. Was sagst du jetzt? Na ja, was sagst du jetzt? Aber schließlich kommst du jetzt mit deinem Automobil fährst oder mit dem Fahrrad. Psofen mit meinem Blau ist blau. Ja, ja, aber wann kontrolliert schon die Polizei einen? Dauernd gesprochen hat. Ich hab geglaubt, du weißt das. Aber wir wollen uns doch nicht hier unterhalten auf der Straße. Komm. Hallo. Hallo, Peter. Herr Hofer. Ach, Mariandl, das ist lieb. Komm, setz dich ein bisschen zu mir. Sie sehen aus, Sie? Als... Ein Du nimmt man nicht zurück. Oh, ja, Entschuldigung. Du siehst aus, als ob dir die ganze Petersilie verhagelt wäre. Er würde den Kopf schon nicht abreißen. Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, er ist eifersüchtig. Ach, Quatsch. Du, der Hofrat hat eben meine Mutter kennengelernt. Also ich sagte, die haben sich angesehen wie Romeo und Julia bei der Silberhochzeit. Unser alter Lieblingsplatz, erinnerst dich noch? Schau mal, Jan, ich weiß, du hast Grund, mir böse zu sein, aber ich... Böse? Das ist wohl nicht das richtige Wort. Seit das Mariandl in Wien war, habe ich mir immer wieder den Augenblick ausgemalt, wo wir uns wiedersehen würden. Ich habe mir diesen Augenblick jahrelang ausgemalt. Und da habe ich mir vorgestellt, dass ich dir ins Gesicht schreien würde, geh, geh, verschwind, so wie du damals verschwunden bist. Marianne. Es ist doch ein Glück, dass ich so ruhig bin, nicht? Aber im Grund weiß ich wirklich nicht, wozu du diese Begegnung überhaupt herbeigeführt hast. Was willst du? Marianne, es ist jetzt alles so ganz anders. Ich weiß nicht recht, wie ich es dir sagen soll. Damals hast du es gewusst. Hast mir das Blaue vom Himmel versprochen. Ich habe mich wie ein Schuft benommen. Aber jetzt? Das Kind soll endlich meinen Namen tragen. Und deshalb bin ich... Daran hättest du früher denken müssen. Marianne, ich bitte dich, überleg dir das mit dem anderen Mann. Ich will ja alles wieder gut machen. Jetzt hör doch auf, von Wiedergutmachung zu reden. Ich habe dir viel Kummer gebracht. Ja. Und wenn du mir jetzt was Liebes tun willst, dann bring nicht Unruhe ins Leben von Mariandl. Sie soll nie erfahren, dass du ihr Vater bist. Versprichst du mir das? Marianne, du weißt nicht, was du mir damit antust. Ich habe das Kind so lieb gewonnen. Es ist mein Kind. Wir sind bisher ohne dich ausgekommen. Wir brauchen dich auch in Zukunft nicht. Was heißt anhalten? Ich bin ja nicht blau. Ha. Los, schnell hinterher. Der ist bestimmt besoffen. Ja,
kenne mich selber nicht mehr aus. Das gibt eben Situationen, die sind schwierig. Also, dann Servus. Du hörst von mir. Bei Gelegenheit. Bei Gelegenheit. Versteh? Mariandl. Nimm's dir nicht zu Herzen. Servus. Servus. Kann ich Sie mal sprechen, Herr Hofrat? Mich? Ja, natürlich. Es ist wegen Peter. Was haben Sie ihm gesagt, dass er so plötzlich wegfährt? Naja, dass ein Mädel wie Sie zu schade ist. Ich hätte ihn mir schon erzogen. Sie können sich nicht so einfach in meine Privatangelegenheiten mischen? Natürlich nicht. Schauen Sie, kommen Sie, wir wollen in aller Ruhe darüber reden. Hm? Sie können ja nicht ahnen, wie einem so zumute ist. Du komm. Aber Marianne, ja, wenn ich eine Ahnung gehabt hätte, dass es schon so tief sitzt. Ich finde, das ist schlimmer als... Was? Als Masern. Es tut richtig weh. Ich habe so das Gefühl, dass... Dass du dich verliebt hast. Verzeihen Sie, sagt dauernd du zu Ihnen, aber alte Herren sagen leicht du zu einem so jungen Mädchen. Naja, bleiben Sie ruhig dabei. Schön, Marianne. Und du bist mir nicht mehr böse, mein Kind? Nein. So also hältst du dein Versprechen. Marianne. Es wäre meine Sache gewesen, dem Mariandl zu sagen, dass du ihr Vater bist. Kein Wort habe ich gesagt. Du, Sie sind mein... wirklich mein Vater? Ist das wahr? Na also, wenn es schon heraus ist, ja. Ja, dann, mein Gott, ist ja wie das große Los. Mutti, warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Und du hast mir auch nichts verraten. Aber jetzt weiß ich, warum ich dich gleich so schrecklich gern gehabt habe. Oh, Mutti, endlich habe ich einen Vater, einen ganz richtigen Vater für mich allein. Und einen, auf den ich stolz bin. Leider hast du bis jetzt keinen Grund dazu gehabt. Stolz musst du auf deine Mutter sein. Spar dir deine Worte. Ich habe dich gebeten, mein Kind in Ruhe zu lassen. Ich bitte dich, Marianne, schließlich, es ist doch auch mein Kind. Ja, schließlich bin ich auch sein Kind. So ist das also. Mutti, du musst ja wissen, zu wem du gehörst. Mutti! Bitte geh nach und sag, dass ich noch heute abreise. Ja? Nein, das darfst du auf keinen Fall tun. Ihr müsst euch wieder vertragen. Warum bist du nicht... Pferden mit den Pferden in der Prärie. Von Tennessee. Einmal kamen Gangster in die Silberbar und die schlugen alles kurz und klein. Doch da kam ein Daddy, der nicht feige war. Und fing alle mit dem großen Lasso ein. Denn ihr Vater war ein Cowboy. Und ihr Herr, das vermisst ihr nie. Meine Pferde, mit den Pferden, mit dem Pferd. Jetzt geh aber hin und hau ja eine runter. Wieso ich? Na, schließlich bist du der Vater. Meine liebe Marianne, bis jetzt hast du mir weder Rechte noch Pflichten eingeräumt. Soll ich doch der Pfüller eine runterhauen? Der Pfüller? So wie der sich da benimmt? Also gut, ich werde in Erfüllung meiner väterlichen Pflicht der Marianne eine runterhauen. Bitte. Gestatten Sie, Marianne. Nein, du kommst mit mir sofort nach Haus. Wir sprechen unter vier Augen. Ja, was ist denn los? Verzeih. Mariandl, schämst du dich nicht? Nee, was habe ich? Ihr benehmt euch ja unmöglich. Ja, wirklich unmöglich. Komm nach Haus. Komm. Nein, ich muss noch die Hüte wegbringen. Ja, gut. Komm aber mit. Verzeihung. Oh je, der Herr Hofrat, das ist blöd. Der Peter Hofer ist ja auch da. Mach dir nichts draus, komm. Nee. Bleibst du noch ein bisschen da jetzt, wo es gemütlich wird? Dankeschön.
Marianne, möchtest du nicht zum Abschluss mit mir tanzen? Lass mich zufrieden, Gustl, ich mag nicht mit dir tanzen. Ach so, wahrscheinlich bin ich dir nicht gut. Gut genug. Genug, erledigt, wir passen eben nicht zusammen. Wenn du es nur endlich einziehst. Ja, bitte, mach ich eben Schluss mit dir. Whisky bitte, doppelt. Sie Armer. Ja, ich bin wirklich arm, so eben habe ich meine Braut verlassen. Aber es gibt doch noch andere. Na ja, aber wo? Könnten Sie mich nicht trösten? Da ist aber noch einer, den ich trösten muss. Nein, ist ja alles so maßlos traurig. Wem sagen Sie dieses? Ex. Alles Ex. Ja, komm herein. So, das nimmst du jetzt. Dann hast du morgen keinen Katzenjammer. Ich will ihn nie wiedersehen. Nie. Nie. Der Schlawiner. Nimmst du nicht so zu. Dann bist du mein Kind. Ja. Was ist denn eigentlich vorhin passiert, Franzl? Plötzlich warst du nicht mehr am Telefon. Am Telefon? Was soll denn passiert sein? Wie konntest du mir solche Angst einjagen? Marianne, ich hab dich nicht angerufen. Ja, aber du hast doch gesagt, du kannst nicht so einfach fortfahren. Du hast das jetzt erst... Das war nicht ich. Ja, wer denn sonst? Das war der Peter. Das war der Peter. Schämst du dich nicht, deinen Eltern eine solche Komödie vorzuspielen? 36,5, ganz normal. Ich danke dir, Marianne. Wofür? Immerhin hast du mich soeben als Elternteil anerkannt. Und deshalb, ob es dir recht ist oder nicht, bleibe ich hier. Juhu! Das habt ihr euch ja fein ausgedacht. Aber ob es euch recht ist oder nicht, ich heirate den Pfüller. Marianne. Ach! Was Besseres ist dir nicht eingefallen? Na, so schlecht war es doch gar nicht. Du, das kann eigentlich nur der Peter gewesen sein, meinst nicht? Wahrscheinlich. Dann ist er also doch nicht so ein Hallodri wie... Wie? Mach nicht so ein Gesicht. Das mit dem Füller werde ich schon schaukeln. Guten Appetit, Papa. No. Mariandl. Geht's dir jetzt besser, Papa? Ja, danke. Sag einmal, was ist denn in dich gefahren? Wieso nennst du mich plötzlich Papa? Naja, eigentlich hast du recht. Ich werde doch lieber Gustl zu dir sagen. Ha? Ich meine, für einen Vater bist du noch viel zu jung und zu fesch. Na eben. Wenn es die Leute hier sehen, werden sie alle glauben, ich bin deine Freundin. Das darf doch nicht wahr sein. Wäre dir das sehr unangenehm? Nein, durchaus nicht, nur... Weißt du, ich möchte mich noch bei dir entschuldigen. Ich glaube, ich habe dich nicht sehr gut behandelt. Ja, das stimmt. Ah, da kommt der Peter, der Peter Hofer. Ich kenne ihn vom Ministerium in Wien. Ah, ja, das ist ein netter Mensch. Ich habe seinen Wagen zusammengefahren. Deshalb ist er hier geblieben. Ach, deshalb ist er hier geblieben? Ja, ja, aber wir haben uns geeinigt. Er bekommt einen funkelnagelneuen. Noch bei der alten Kiste, da ist ja alles kaputt. Und ich habe gedacht... Ja. Mariandl, das ist aber eine liebe Überraschung. Ach was, Sie sind doch hier? Du bist doch nicht böse, weil ich vom Telefon weggelaufen bin. Oh, das, nein. Das ist die Sache mit dem Auto gerade passiert. Ja, ich weiß, aber Sie haben nicht mit mir gesprochen, sondern mit meiner Mutter. Wir haben nämlich die gleichen Vornamen. Oh, Ewe. Ich wollte ja nämlich... Wollen Sie nicht Platz nehmen? Bitte schön. Aber Gustl, wir wollten uns doch heute nur so ganz allein unterhalten. Hm? Wieso? Ach so, entschuldigen Sie, wenn ich störe. Na, keine Gustl und ich, wir haben uns ja so viel zu erzählen, nicht wahr, Gustl? Naja, wenn du meinst, aber so kenne ich dich ja gar nicht. Du wirst dich nur wundern. Das tue ich allerdings auch. Na, also, du bist aber eine ganz raffinierte. Oh, das ist noch gar nichts. Du bist so verändert. Sag einmal, was hast du eigentlich vor? Nichts. Ja, aber warum behandelst du ihn so schlecht? Weißt du, das ist so einer, der glaubt, alle Frauen sind verrückt nach ihm. Ja, 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 ja. Tja, wenn er nur halb so nett wäre wie du. Aber bei mir hat er überhaupt keine Chance. Hab ich denn welche? Aber Gustl, ein Mann wie du imponiert doch jeder Frau. Ja, das höre ich jetzt. Du bist ja eifersüchtig, Peterle. Okay. Hast du dich endlich erwischt? Ich schieb dir ganz recht. Ja! Hier, mein Vater ist ein Cowboy in der Prärie. Von Tennessee. Meine Wiege stammt aus alter Tradition in dem Pferdestall bei uns zu Haus. Und bevor ich gehen lernte, ritt ich schon auf dem Pony in den grünen Wald hinaus. Hallo, Whisky. Ja, mein Vater war ein Cowboy und mein Herz vergisst ihn nie.
seine Herden mit den Pferden in der Prärie. Von Tennessee. Einmal kamen Gangster in die Silberbar und die schlugen alles kurz und klein. Doch da kam ein Daddy, der nicht feige war und fing alle mit dem großen Lasso ein. Denn ihr Vater war ein Cowboy. Er ist für mich eine Pferde mit dem Pferde. Geh aber hin und hau ja eine runter. Wieso ich? Na, schließlich bist du der Vater. Meine liebe Marianne, bis jetzt hast du mir weder Rechte noch Pflichten eingeräumt. Soll ich doch der Pfüller eine runterhauen? Der Pfüller? So wie der sich da benimmt? Also gut, ich werde in Erfüllung meiner väterlichen Pflicht der Marianne eine runterhauen. Bitte. Gestatten Sie, Marianne. Nein, du kommst mit mir sofort nach Haus. Wir sprechen unter vier Augen. Ja, was ist denn los? Mariandl, schämst du dich nicht? Nee, was habe ich? Ihr benehmt euch ja unmöglich. Ja, wirklich unmöglich. Komm, unmöglich? Komm nach Haus. Komm. Nein, ich muss noch die Hüte wegbringen. Ja, gut. Komm aber mit. Verzeihung. Oh je, der Herr Hofrat, das ist blöd. Der Peter Hofer ist ja auch da. Mach dir nichts draus, komm. Nee. Bleibst du noch ein bisschen da, jetzt wo es gemütlich wird? Dankeschön. Marianne, möchtest du nicht zum Abschluss mit mir tanzen? Lass mich zufrieden, ja. Gustl, ich mag nicht mit dir tanzen. Ach so, wahrscheinlich bin ich dir nicht gut. Gut genug. Genug, erledigt, wir passen eben nicht zusammen. Wenn du es nur endlich einziehst. Ja, bitte, mach ich eben Schluss mit dir. Für einen Brautwerber im Dutzend ist die Liebe billiger, was? Ich warne dich, Marianne, du, einmal bist du schon... Jetzt fangst schon wieder damit an. Ich dulde nicht, dass du den Gustl dauernd kränkst, dazu habe ich ihn zu gern. Aha, sie hat mich gern. Marianne, wollen wir es nicht doch miteinander versuchen? Na, also in Gottes Namen, wenn dir das genug ist, versuchen wir es halt miteinander. Probiert es. Das Frauenherz ist ein Rätsel. Wie, Herr Hofrat, ich soll mit Ihnen und dem... Fräulein Mühlhuber heute zum Heurigen gehen? Ja, Sie verstehen, was soll so ein junges Mädel allein mit mir anfangen? Naja, aber zufällig bin ich mit der Steffi heute Abend verabredet. Aber Hofer, erzählen Sie doch, was mir immer erzählen. Ihre Tante hätte Mumps oder sonst was. Ja. Ihnen freut bestimmt was ein. Also ein Mann ein Wort. Aber pünktlich. Pünktlich, das auch noch. Mir bleibt doch wirklich nichts erspart. Hallo? Ja, Steffi? Du, ich kann heute abends leider nicht zu dir kommen. Ich habe fürchterliche Zahnschmerzen. Ja, plötzlich. Wirklich, ich... Nein, komm, ich sag dir die Wahrheit, ob du es glaubst oder nicht. Aber ich muss heute dienstlich zum Heurigen. Ach, erzähl mir doch keine Märchen. Ich habe deine ewig Schwinde, dein Dank. Hoffentlich ist die nicht langweilig. Nee, ich find's ein Heurig in der Wolke. Und ich find's komisch, wenn eine Österreicherin Berlin hat. Wieso? Wenn man jahrelang in Berlin zur Schule gegangen ist? Na dann, Prost, Herr Hofrat. Prost. Sie sind ein liebes Mädel, Fräulein Mühlhuber. Ach, schauen Sie doch einfach Marianne zu mir. Gut, Marianne. Sie kommen bestimmt nach Dürnstein? Ganz bestimmt. Großes Ehrenwort. Sie sind ein Pfundskerl. Das hört ein alter Herr gern. Nee, so alt sind Sie doch gar nicht. Außerdem, dafür können Sie ja nichts. Alt, wenn wir allein mal. Das ist ja unglaublich, dieser Peter Hofer. Ah, der kommt auch? Ja. Schade. Ich wäre so gern mit Ihnen heute Abend allein geblieben. So nett wie heute Abend war es schon lange nicht mehr. Ich habe das Gefühl, Sie haben es nicht leicht gehabt, Marianne. Naja, es gab vergnügtere Kinder, aber schwer. Schwer hat es meine Mutter gehabt, nicht ich. Ach, Sie sollten sie kennenlernen. Sie ist so lieb, gut und hübsch. Eine Figur, sage ich Ihnen.
ganz große Klasse. Und das sind Sie auch, Marianne. Nö, 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 nö. Ich muss mir meinem Vater nachgeraten sein. Aber meine Mutter, nach der drehen sich alle Männer um. Denn sage ich natürlich ab. Bitte. Wie Herr Hofrat meinen, sage ich ihm nicht ab. Und Ihre Tochter, die wird doch enttäuscht sein. Vielleicht ist es besser, ich melde mich erst gar nicht bei ihr. Ja, aber nein, ich werde meinen Urlaub in Ischl verbringen. Nein, nein, das geht nicht. Da hätte ich erst mit der Mutter sprechen müssen. Also zerbrechen Sie sich nicht meinen Kopf, Franzi. Auf Wiedersehen. Herr Hofrat, hören Sie zu, es... Hängt hat er. Armer Franzl. Pech hat er. Ja, wieso denn? Seine Verflossene hat einen anderen Aufgebot schon bestellt. Na du, mach dir nur keine falschen Hoffnungen. Ein Oberpostrat in der Hand ist besser als ein Hofrat auf dem Dach. Also ich lasse den Oberpostrat noch ein bisschen zappeln, außerdem hat der Franzl eine höhere Pension. Ist es nicht herrlich bei uns? Zauber. Das wird der schönste Urlaub meines Lebens. Freuen Sie sich? Ich meine, dass ich nach Dürnstein gekommen bin. Natürlich, sehr. Kommen Sie, ich zeige Ihnen unseren Lieblingsplatz. Da gehen meine Mutter und ich immer hin. Bitte. Danke. So, haha. Tu mir den Gefallen, Gustl, und lass das. Ich möchte nicht, dass man über dich lacht. Wer lacht über mich? Da täuscht du dich. Über mich hat noch nie ein Mensch gelacht. Verzeih, ich wollte dich nicht verletzen, aber seit man dich damals erwischt hat... Endlich. Ja, das Ding da ist nicht grün, dafür ist dein Gesicht rot. Ja, das ist ein Beweis, dass ich nicht blau bin. Ist auch gar nicht möglich, ich habe nur Selterwasser getrunken. Du hast ja einen richtigen Komplex, Gustl. Ich habe einen Komplex, ich bin nur vorsichtig. An alles hat man gedacht bei der neuen Straßenverkehrsordnung. Nur nicht an uns Weinhändler. Einen Menschen einsperren, nur weil er ein paar Promille mehr hat, beruflich. Naja, Gott sei Dank ist nichts passiert. Das hätte aber was passieren können. Nein. Wenn's nächstens wieder so viel Wein trinken muss, dann nimmst du halt einen Chauffeur. Ich? Nee. Ich bin ein Sportsman. Ich fahr selber. Also, fahr mal. Das ist meine Antwort schon warten. Haben Sie etwa Angst vor mir? Aber gehen's vor Ihnen? Sie sind wirklich zum Verlieben. Das sagen Sie bestimmt sehr oft, was? Na ja, sagen vielleicht, aber denken. Seit wir in Wien sozusagen aufeinander gestoßen sind, da sind Sie mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Na, ich hatte aber auch eine ganz schöne Beule. Ja, sieht man noch was? Oh, vorsichtig, vorsichtig. Ich bin gerade mal so meine Gehirnerschütterung herumgekommen. Bei mir hat es eine Herzerschütterung gegeben, und zwar eine ganz schwere. Na, also Ihre Platte ist ja ziemlich abgespielt. Sie müssten mal eine neue auflegen. Wie meinen Sie das? Ich meine, wenn jemand mit mir flirten will, dann muss ihm schon was Besseres einfallen. Was? Keine Bange, Herr Hofrat. Er ist nicht mein Typ. Dann ist ja gut. Ja, aber was nicht ist, kann er noch werden. Oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Steffi, du? Ich wollte noch mal nachschauen. Sie wissen doch, Herr Hofrat, dem Peter darf man kein Wort glauben. Also jetzt übertreibst du. Keineswegs, Sie haben vollkommen recht. Heute hat er sogar dieselbe Krawatte wie ich. Das ist reine Verehrung, Herr Hofrat. Darf ich mich zu Ihnen bitte setzen? Es ist doch nirgends Platz. Ja, wie ist nicht lieber hier? Herr, dann Prost, ne? Prost. Vorsicht. Oh, ihr vertragt einen ganzen Stiefel. Charmant, dieser Berliner Dialekt. Findest du nicht auch? Ja, sehr charmant. Was haben Sie denn heuer für Reisepläne vorgestellt? Ich möchte unbedingt an die Riviera. Aber Peter meint, heutzutage fährt schon jeder hin. Mein Bus geht morgen früh um 8 Uhr Hofrat. Dann ist ja höchste Zeit. Ja. Fahren Sie mit dem Bus zurück nach Berlin? Nein, ich fahre nach Dürnstein. In die Wachau. Dort bin ich nämlich zu Hause. So, bitte. Danke, Sie sind wirklich sehr lieb zu mir. Ich versuche nur ein bisschen gut zu machen. Ich meine die Sache mit dem Ministerium. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Außerdem, wenn das Stipendium nicht abgelehnt worden wäre, hätte ich Sie ja nie kennengelernt. Und das hätte mir verdammt leid getan. Einsteigen, bitte. Ja. Glückliche Reise. Danke vielmals. Und grüßen Sie Ihre Mutter. Ja, gern. Unbekannterweise. Aber Sie müssen bestimmt nach Dürnstein kommen. Ganz sicher. Gut, also Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo, Frau Mariandl. Fräulein Mariandl, wo sind Sie? Da. Herr Hofer. Wiedersehen, alles Gute. Ja, danke. Vielleicht besuche ich Sie mal. Aber nicht vergessen. Nein. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Gute Reise. Tschüss. Wiedersehen.
Verzeihung. Oh, das, Herr Hofrat. Tun's mir einen Gefallen, verdrehen Sie dem Mädel nicht den Kopf. Das ist eine Überraschung. Wie kommen Sie denn hierher? Das wollte ich Sie fragen. Sie wissen, ich habe für vieles Verständnis und ich habe Sie wirklich gern, Hof. Ja. Aber das Mädel lassen Sie in Ruhe. Ja, aber ich... Kommen Sie. Mutti. Endlich. Lass dich anschauen, Kind. Gut schaust du aus. Wie war's in Wien? Oh, ich hab dir so viel zu erzählen. Da war ein Hofrat im Ministerium, als ich sagte, zum Verlieben. Ja. Wo ist denn dein anderes Gepäck? Das habe ich von Berlin aus direkt aufgegeben. Es müsste eigentlich schon da sein. Also dann komm. Ich habe eine große Neuigkeit für dich. Ja? Na, was schaust du mir denn so an? Gefall ich dir vielleicht nicht? Na, ich will dir nicht schmeicheln, aber du gefällst mir nicht. Dankeschön. Dir fehlt die Würde. Was für eine Würde? Na, die... Ja, warum? Und so eine Frau wie Mutti vergisst man doch nicht so einfach. Da hast du ganz recht. Ich war eben auch ein Hallodre. Verstehst du jetzt meine Sorgen wegen Peter Hofer? Ja, ja. Würdest du sie denn, ich meine, würdest du Mutti jetzt vielleicht heiraten? Dummerl, deshalb bin ich doch hier. Na, dann müssen wir doch was unternehmen. Ja, aber was? Dass gerade du mein Vater bist. Bitte? Verzeihen Sie, wo kann man denn hier außer in der Goldenen Gans noch wohnen? Ja, ja, beim Füller im Posthotel. Beim Füller? Ja. Hm, danke. Weiß ich schon? Ja? Du darfst dich doch nicht unterkriegen lassen. Kindchen, deine Mutter will nicht, dass ich bleibe. Ich mag ihr nicht noch mehr wehtun. Und wenn sie dich selbst bittet? Selbst? Ja, das wäre was anderes. Aber das wird sie nie. Oh doch, lass mich das nur machen. Der Zug ist fort. Sie bleibt da. Ich glaube kaum. Bring's das Gepäck wieder zur Bahn. Ja, wenn einer nicht weiß, was er will, dann haben die anderen den Profit. Das wird noch eine Lehmstellung. Bleib stehen. Was? Bleib stehen und nicht so. Das Gepäck bleibt da. Na, wer zahlt mit dem? Gut. Da muss... Ich kann schon weg, was soll denn das heißen? Herr Hofrat, einmal sind Sie uns schon durchgegangen. Da waren Sie Oberleutnant, da waren Sie noch sehr jung. Aber jetzt sind schon reifer. Ja, aber... Ja, Herr Hofrat, Sie bleiben da. Fertig, gehen wir. Jawohl, du bleibst da. Fertig, gehen wir. Guten Tag. Sagen Sie, haben Sie noch ein Zimmer für mich? Einen Moment. Ja, es ist gerade etwas frei geworden. Ausgezeichnet, das nehme ich. Und wenn Sie mich bitte mit der Goldenen Gans verbinden würden, ich möchte dort Fräulein Mühlhuber sprechen. Fräulein Mühlhuber? Ja, Marianne Mühlhuber. Bitte, wenn Sie dort in die Kabine gehen wollen. Bitte schön. Bitte, Fräulein Mühlhuber. Fräulein Mühlhuber, einen Augenblick, ich verbinde. Hallo? Bist du's? Ich verstehe nicht. Wer ist am Apparat? Na, kannst du dir das nicht denken? Ich kann einfach so nicht wegfahren. Geh verschwind, so wie du damals verschwunden bist. Marianne. Es ist doch ein Glück, dass ich so ruhig bin, nicht? Aber im Grund weiß ich wirklich nicht, wozu du diese Begegnung überhaupt herbeigeführt hast. Was willst du? Marianne, es ist jetzt alles so ganz anders. Ich weiß nicht recht, wie ich dir sagen soll. Damals hast du es gewusst. Hast mir das Blaue vom Himmel versprochen. Ich habe mich wie ein Schuft benommen. Aber jetzt, das Kind soll endlich meinen Namen tragen. Und deshalb bin ich... Daran hättest du früher denken müssen. Marianne, ich bitte dich, überleg dir das mit dem anderen Mann. Ich will ja alles wieder gut machen. Jetzt hör doch auf, von Wiedergutmachung zu reden. Ich habe dir viel Kummer gebracht. Ja. Und wenn du mir jetzt was Liebes tun willst, dann bring nicht Unruhe ins Leben von Mariandl. Sie soll nie erfahren, dass du ihr Vater bist. Versprichst du mir das? Marianne, du weißt nicht, was du mir damit antust.
Ich habe das Kind so lieb gewonnen. Es ist mein Kind. Wir sind bisher ohne dich ausgekommen. Wir brauchen dich auch in Zukunft nicht. Was heißt anhalten? Ich bin ja nicht blau. Los, schnell hinterher. Der ist bestimmt besoffen. Was ist denn? Haben Sie einen weißen Amerikaner gesehen? Nein, aber zwei Neger da. Aber nein, ich meine ein Cabriolet. Ja, das ist da hinuntergefahren mit mindestens 150 Sachen. Danke. Bitte sehr. Los, weiter. Ich hab's ja gewusst, Radfahrer kontrollieren Sie nie. Ei, Hofrat, Sie bleiben doch. Ich hab's ja gewusst. Endlich. Lass dich anschauen, Kind. Gut schaust aus. Wie war's in Wien? Ach, ich hab dir so viel zu erzählen. Da war ein Hofrat im Ministerium, als ich sagte, zum Verlieben. Ja. Wo ist denn dein anderes Gepäck? Das habe ich von Berlin aus direkt aufgegeben. Es müsste eigentlich schon da sein. Also dann komm. Ich habe eine große Neuigkeit für dich. Ja? Na, was schaust du mir denn so an? Gefall ich dir vielleicht nicht? Na, ich will dir nicht schmeicheln, aber du gefällst mir nicht. Dankeschön. Dir fehlt die Würde. Was für eine Würde? Na, die väterliche Würde. Geh herauf. Na, was denn? Wie soll denn das Kind, ich meine, die Marianne, für den Respekt haben? Was geht ja denn? Bist viel zu jung. Zu jung? Jugend ist ein Fehler, der mit jedem Tag geringer wird. Ja, das hast du wohl gelesen. Wieso weißt du das? Weil ich es auch gelesen hab. Ja. Aber ihr passt doch gar nicht zusammen. Der Gustl Pfüller ist ein ehrlicher, anständiger Mensch. Aber Mutti, du liebst ihn doch gar nicht. Und er? Ich kann mir das nicht vorstellen. Schau, Mariandl, wir haben uns gern und werden uns bestimmt gut vertragen. Und ein bisschen Geborgenheit und Wärme, das ist schon sehr viel wert. Mutti, ich weiß ganz genau, du tust es nur meinetwegen. Aber das ist doch nicht nötig, jetzt, wo der Hofrat... Also Schluss jetzt damit. Auf das Stipendium können wir verzichten und dieser Hofrat wird dir bestimmt nicht das geben, was du am meisten brauchst. Dein Zuhause und deinen Vater. Na, was sagst du zu meiner Kollektion? Was kann man da sagen, was er dir das... Der möchte wie ein Apfelsaft schmecken. Wieso? Wenn er nicht so sauer wäre. Der hat er nachgeschmacken. Nach was? Genau, nach Spiritus. Der geht. Ja, der ist nicht lieferbar. Na, brauchen wir gar nicht. Brauchen wir gar nicht. Na, und jetzt kostet den. Ein edles Gewächs. Na? Dünn ist er. Der ist dünn? Dünn. Der ist preisgekrönt. Ja, was mit einem Eiwasser. Na, das kannst du aber nicht sagen. Moment. Der hat den stärksten Alkoholgehalt. Ja. Pass auf. Erwachsener Mensch, der Preis, auch mein Hacken. Tschüss, na bitte, ganz grün. Na ja, weil du meinen Wein getrunken hast. Servus, Mariantl. Ah, die Windeschrube. Oh, ich hab dich ja so vermisst. Okay, habt ihr das gehört? Fein, dass du jetzt bleibst du. Ja, ja. Servus, Mariantl. Guten Tag, Herr Pfüller. Ja, na, nenn mich ruhig Papa. Simpo Plem Plem, ja. Was? Aber Kind, wie kannst du denn sowas... Na ja, was, wenn er so mit der Tier ins Haus holt. Na ja, sie wird sich schon mit der Zeit an mich gewöhnen. Meinen Sie? Bitte, Marianne.
Naja, ich meine, ich würde es versuchen, nicht? Ja. Also komm jetzt, komm. Ja. Bisschen frostig, nicht? Naja. Sieht ihn ein Marianne-Lange, denn sie will ganz allein nur sein Marianne sein. Denn sie will ganz allein nur sein Marianne sein. Also das war ein Zücken. Darf ich Ihnen dafür einen Kuss geben? Ja. Darf ich auch? Na, holla, holla, holla. Immer hübsch langsam, ja? Ich dachte nur in der Mangelung vom Blumen. Also, Hofer, bei Marianne, lass uns das. Keine Bange, Herr Hofrat. Er ist nicht mein Typ. Dann ist ja gut. Ja, aber was nicht ist, kann er noch werden. Oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Steffi, du? Ich wollte noch mal nachschauen. Sie wissen doch, Herr Hofrat, dem Peter darf man kein Wort glauben. Ja, also jetzt übertreibst du. Keineswegs, Sie haben vollkommen recht. Heute hat er sogar dieselbe Krawatte wie ich. Das ist reine Verehrung, Herr Hofrat. Darf ich mich zu Ihnen Bitte. Setzen? Es du, ist doch nirgends Platz. Ja, wie ist nicht lieber hier? Herr, dann Prost, nicht? Prost. Prost. Vorsicht. Oh, ihr vertragt einen ganzen Stiefel. Charmant, dieser Berliner Dialekt. Findest du nicht auch? Ja, sehr charmant. Was haben Sie denn heuer für Reisepläne, Frau Steffi? Ich möchte unbedingt an die Riviera. Aber Peter meint, heutzutage fährt schon jeder hin. Mein Bus geht morgen früh um 8 Uhr, Hofrat. Dann ist ja höchste Zeit. Ja. Fahren Sie mit dem Bus zurück nach Berlin? Nein, ich fahre nach Dürrenstein. In die Wachau. Dort bin ich nämlich zu Hause. So, denn? Danke, Sie sind wirklich sehr lieb zu mir. Ich versuche nur ein bisschen gut zu machen. Ich meine die Sache mit dem Ministerium. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Außerdem, wenn das Stipendium nicht abgelehnt worden wäre, hätte ich Sie ja nie kennengelernt. Und das hätte mir verdammt leid getan. Einsteigen, bitte. Ja. Glückliche Reise. Danke vielmals. Und grüßen Sie Ihre Mutter. Ja, gern. Unbekannterweise. Aber Sie müssen bestimmt nach Dürrenstein kommen. Ganz sicher. Gut, also Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo, Fräulein Marianne. Fräulein Marianne. Wo sind Sie? Da. Herr Hofer. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Ja, danke. Vielleicht besuche ich Sie mal. Aber nicht vergessen. Nein, nein. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Gute Reise. Tschüss. Wiedersehen. Verzeihung. Oh, das, Herr Hofrat. Tun Sie mir einen Gefallen. Verdrehen Sie dem Mädel nicht den Kopf. Das ist eine Überraschung. Wie kommen Sie denn hierher? Das wollte ich Sie fragen. Sie wissen, ich habe für vieles Verständnis und ich habe Sie wirklich gern, Hofer. Ja. Aber das Mädel lassen Sie in Ruhe. Ja, aber ich... Kommen Sie. Die sagt das nie. Aber die lebt so im Wolkenkuckucksheim, ich glaube, die wartet immer noch auf ihn. Wirklich? Nach so langer Zeit? Naja, ist eben sentimental. Mein Kind, Sie können unbesorgt nach Dürrenstein fahren. Ich bringe das alles in Ordnung. Wirklich? Bestimmt. Ach, fein. Nur eine kleine Bitte hätte ich noch. An mich? An Sie, mein kleines Fräulein. Wissen Sie, ich möchte die Wiener Schlamperei gut machen. Oh, warte, da bin ich wohl ganz schön ins Fettnäpfchen getreten. Ein bisschen. Und ein bisschen haben Sie auch recht gehabt. Und darum möchte ich Sie einladen, mit mir heute Abend zum Heurigen zu gehen. Zum Heurigen? Ja. So ganz allein mit einem fremden Herrn? Also wissen Sie, meine Tante in Berlin, die hätte gesagt, Marianne, mein Kind, ob sich das hier hört? Warum denn nicht? Na, eigentlich haben Sie recht. Also abgemacht? Abgemacht. Gehen wir. Ich meine, schließlich sind Sie auch schon ein älterer Herr. Ja. Herr Hofrat? Freut mich. Schau, Gustl, wenn wir schon so ehrlich miteinander reden, dann muss ich dir sagen, dass... Gar nichts musst du jetzt sagen. Meine Einwilligung kriegst du nie. Nie. Das. Nicht. Das Posthotel hat die Goldene Gans ruiniert. Aber geh. Dass wir heute so dastehen, nicht mehr beinahe vor den Ruinen, das ist ja nicht die Schuld vom Füller. Ja, dem Gustl seine aber nicht. Denn schließlich hat er das Hotel ja erst vor ein paar Jahren geerbt. Lieb, dass du mich verteidigst. Schau, ich habe hier alle gern. Dich, das Mariandl und sogar den Windisch gerobert, diesen alten Grandschirm. Und bei mir brauchst du dich nicht einzuschmeicheln, gell? Und wenn du mir nur so schön tust, weil ich sag das ehrlich, ich mag dich nicht. Und sie mag dich auch nicht. Moment. Füller. Frau Pfüller, der Name ist schon... Jetzt pass einmal auf, Windischgruber. Wenn ich dir auch noch so viel verdanke, aber ob ich ihn nehme oder nicht, ist schließlich meine Sache. Stimmt.
Und Pfüller ist doch hässlich. Na, so schön wie Windischgruber ist es auch. Sehr richtig. Ja, na, nimm ihm nur einen Schutz. Ich weiß ja, auf was er spekuliert. Na was? Na was, na was? Auf deinen Tafelspitz, auf deinen gedünsteten, auf deinen auszogenen Apfelstrudel, nicht nur auf die Küche, auf die erstklassige von dir, nicht bloß ein tüchtiger Köchin braucht er. Na? Na ja, das stimmt. Ja. Ist das ein Verbrechen? Ich passe doch gar nicht zu dir, Gustl. Wie oft soll ich dir denn noch sagen? Aber ich passe ja auch nicht zu dir. Das ist die beste Voraussetzung für eine gute Ehe. Aus Liebe heiraten ist sowieso ein Blödsinn. Ja, das hört sich ja ganz so an, als ob du eine unglückliche Liebe gehabt hättest. Eine? Ein Dutzend? Du, bitte, na, ist das ein Red? Für einen Brautwerber? Im Dutzend ist die Liebe billiger, was? Ich warne dich, Marianne, du, einmal bist du schon... Jetzt fangst schon wieder damit an. Bitte. Ich dulde nicht, dass du den Gustl dauernd kränkst, dazu habe ich ihn zu gern. Aha, sie hat mich gern. Marianne, wollen wir es nicht doch miteinander versuchen? Na, also in Gottes Namen, wenn dir das genug ist, versuchen wir es halt miteinander. Hm. Probiert es, probiert. Das Frauenherz ist ein Rätsel. Wie, Herr Hofrat, ich soll mit Ihnen und dem Fräulein Mühlhuber heute zum Heurigen gehen? Ja, Sie verstehen... Ist der Peter Hofer immer noch oben? So viel ich weiß, ja. Was denn, du fährst weg? Ja, ich glaube, es ist besser so. Wieso denn? Hat dir der Hofrat etwa verboten, hier zu bleiben? Ich bin dich nur mit denen eingefallen und frag mich nicht. Oder ist dir die Steffi wieder eingefallen? Die Steffi? Nein. Doch, ja, die Steffi. Ja, als ich vorhin vor dem Hofrat stand, da ist mir eingefallen, dass ja die Steffi meinetwegen die ganzen Reisepläne umgeworfen hat. Ach, und warum hast du mir vorgeschwindelt, ist es aus mit ihr? Das war kein Schwindel, das... Ich kenne mich selber nicht mehr aus. Das gibt eben Situationen, die sind schwierig. Also, dann Servus. Du hörst von mir. Bei Gelegenheit. Bei Gelegenheit. Verstehe? Mariandl, nimm ich dir nicht zu Herzen. Servus. Servus. Sprechen, Herr Hofrat. Mich? Ja, natürlich. Es ist wegen Peter. Was haben Sie ihm gesagt, dass er so plötzlich wegfährt? Naja, dass ein Mädel wie Sie zu schade ist. Oh, ich hätte ihn mir schon erzogen. Sie können sich nicht so einfach in meine Privatangelegenheiten mischen? Natürlich nicht. Schauen Sie, kommen Sie, wir wollen in aller Ruhe darüber reden. Ne? Sie können ja nicht ahnen, wie einem so zumute ist. Nun komm. Aber Marianne, ja, wenn ich eine Ahnung gehabt hätte, dass er schon so tief sitzt. Ich finde, das ist schlimmer als... Was? Als Masern. Es tut richtig weh. Ich habe so das Gefühl, dass... Dass du dich verliebt hast. Verzeihen Sie, sagt dauernd du zu ihm, aber alte Herren sagen gleich du zu einem so jungen Mädchen. Naja, bleiben Sie ruhig dabei. Schön, Marianne. Und du bist mir nicht mehr böse, mein Kind? Nein. So also hältst du dein Versprechen. Marianne... Es wäre meine Sache gewesen, dem Mariandl zu sagen, dass du ihr Vater bist. Kein Wort habe ich gesagt. Du, Sie sind mein... wirklich mein Vater? Ist das wahr? Na also, wenn es schon heraus ist, ja. Ja, dann, mein Gott, ist ja wie das große Los. Mutti, warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Und du hast Wahl haben. So, Auswahl, Auswahl, wir haben Auswahl genug. Wir haben ein Kölbernes, wir haben ein Schweinernes, wir haben ein Faschiertes, nicht wahr? Dein Apfelstrudel ist erstklassig und der gedünstete Tafelspitz, den macht da keiner noch. Nee, aber die Leute stellen doch heutzutage Ansprüche. Mhm. Ansprüche, da habe ich überhaupt schon, da habe ich schon Mühe, wenn ich das höre. Für Ansprüche habe ich keine Zeit und habe ja kein Geld für Ansprüche. Frau Marianne, ein Ferngespräch aus Wien, das Mariandl ist am Apparat. Das Mariandl? Ja, ich komme schon. Geh mit dir. Nein, geh mit dir. Da, bleib da. Ja, geh mit. Ja, Mariandl, Kinderl, ist was passiert? Was? Naja, ich hab's ja gleich gewusst, wenn die mal Nein gesagt haben. Am besten, du kommst sofort nach Haus. Du?
Ach so. Was? Was? Ja, also gut, dann bis übermorgen. Ich hol dich ab. Und dass du mir nicht traurig bist, gell? Ich werde bestimmt einen Ausweg finden. Du. Aber wie denn? Wo willst du denn das Geld nehmen? Naja, es gibt ja auch noch andere Berufe. Nein, Mutti, du täuschst dich. Ich bin nicht traurig. Mach dir keine Sorgen. Wenn ich es dir doch sage, dafür kann ich jetzt ganz bei dir bleiben. Ja. Servus. Und grüß alle schön. Mach's gut, mein Herzl. Auf Wiedersehen. Warte, ich hätte... Ich hätte ja auch gern was. Ich hätte gern, grüß Gott. Was hast du denn? Ist aber nichts. Ist was passiert? Nein, was? Da plagt man sich und schuftet sich ab sein ganzes Leben lang und dann kann man nicht einmal seinem Kind weiterhelfen. Na ja, schon. Du weißt ja, Marianne, nicht, weil ich möchte ja sehen, aber ich muss ja mit jedem Kreuz rechnen, und ich hab das über dich. Ja, ja, ich weiß, doch du hast ja selber genug Sorgen. Ja, der Narische. Servus, Windischgruber. Servus. Ich hab gleich gewusst, dass das du bist. Wieso? Na, wer macht denn sonst so einen Wirbel? Haben sie wieder rauslassen? Ja, aber ungern. Weil sowas wie mich haben sie gesagt, kriegen sie nicht so schnell hinter Schloss und Riegel. Ja, na, pass nicht auf. In 3 Tagen haben sie wieder umgefangen, haben sie beim Schlafittchen. Mich nicht. Schau her, wenn ich jetzt von einer Weinprobe komme, ist ja schließlich mein Beruf, dann blase ich da hinein. Luftballon, Luftballon. Hm? Und wenn das grün wird, dann bin ich blau. Ja, das ist ja so ein Thermometer für Psofene. Ja. In diesem Fall fahre ich nicht mit meinem Wagen, sondern, jetzt schau her, jetzt zeige ich dir was, benütze hier mein zusammenlegbares Fahrrad. Was sagst du jetzt? Na ja, was sagst du jetzt? Aber schließlich kommst du jetzt mit deinem Automobil fährst oder mit dem Fahrrad. Besoffen mit meinem Blau ist Blau. Ja, ja, aber wann kontrolliert schon die Polizei einen Radfahrer? Trunkenheit an der Lenkstange, das gibt's ja gar nicht. Na, will ich was sagen, wenn ich wegen jedem Viertel rein einen Luftballon aufblasen müsst. Na, da gefreut mich das Ganze. Ja, wer denn sonst? Das war der Peter. Das war der Peter. Schämst du dich nicht, deinen Eltern eine solche Komödie vorzuspielen? 36,5, ganz normal. Ich danke dir, Marianne. Wofür? Immerhin hast du mich soeben als Elternteil anerkannt. Und deshalb, ob es dir recht ist oder nicht, bleibe ich hier. Juhu! Das habt ihr euch ja fein ausgedacht. Aber ob es euch recht ist oder nicht, ich heirate den Füller. Marianne. Ach! Was Besseres ist dir nicht eingefallen? Na, so schlecht war es doch gar nicht. Du, das kann eigentlich nur der Peter gewesen sein, meinst du nicht? Wahrscheinlich. Dann ist er also doch nicht so ein Hallo-Drivé. Wie? Mach nicht so ein Gesicht. Das mit dem Füller werde ich schon schaukeln. Guten Appetit, Papa. No. Mariandl. Geht's dir jetzt besser, Papa? Ja, danke. Sag einmal, was ist denn in dich gefahren? Wieso nennst du mich plötzlich Papa? Naja, eigentlich hast du recht. Ich werde doch lieber Gustl zu dir sagen. Hä? Ich meine, für einen Vater bist du noch viel zu jung und zu fesch. Na eben. Wenn es die Leute hier sehen, werden sie alle glauben, ich bin deine Freundin. Das darf doch nicht wahr sein. Wäre dir das sehr unangenehm? Nein, durchaus nicht, nur... Weißt du, ich möchte mich noch bei dir entschuldigen. Ich glaube, ich habe dich nicht sehr gut behandelt. Ja, das stimmt. Ah, da kommt der Peter, der Peter Hofer. Ich kenne ihn vom Ministerium in Wien. Ah, ja, das ist ein netter Mensch. Ich habe seinen Wagen zusammengefahren, deshalb ist er hier geblieben. Ach, deshalb ist er hier geblieben? Ja, ja, aber wir haben uns geeinigt. Er bekommt einen funkelnagelneuen. Na, bei der alten Kiste, da ist ja alles kaputt. Und ich habe gedacht... Ja. Mariandl, das ist aber eine liebe Überraschung. Ach was, Sie sind doch hier? Du bist doch nicht böse, weil ich vom Telefon weggelaufen bin. Oh, das, nö. Das ist die Sache mit dem Auto gerade passiert. Ja, ich weiß, aber Sie haben nicht mit mir gesprochen, sondern mit meiner Mutter. Wir haben nämlich die gleichen Vornamen. Oh, Ewe. Ich wollte ja nämlich... Wollen Sie nicht Platz nehmen? Bitte schön. Aber Gustl, wir wollten uns doch heute nur so ganz allein unterhalten. Hm? Wieso? Ach so, entschuldigen Sie, wenn ich störe. Na, keine Sorge. Gustl und ich, wir haben uns ja so viel zu erzählen, nicht wahr, Gustl? Naja, wenn du meinst, aber so kenne ich dich ja gar nicht. Du wirst dich nur wundern. Das tue ich allerdings auch. Na, also, du bist aber eine ganz raffinierte. Oh, das ist noch gar nichts. Du bist so verändert. Sag einmal, was hast du eigentlich vor? Nichts. Ja, aber warum behandelst du ihn so schlecht? Weißt du, das ist so einer, der glaubt, alle Frauen sind verrückt nach ihm. Ja, 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 ja. Tja, wenn er nur halb so nett wäre wie du. Aber bei mir hat er überhaupt keine Chance. Hab ich denn welche? Aber Gustl, ein Mann wie du imponiert doch jeder Frau. Ja, das höre ich jetzt öfter. Gehst du mit mir tanzen? Ja, ich weiß nicht, ob das deiner Mutter recht sein wird. Nur sie braucht ja nichts davon zu erfahren. Ach so.
Servus, Gustl. Servus. Herr Hofer, Sie gestatten, Sie müssen mir einen Rat geben. Warum? Meine zukünftige Stieftochter hat sich unsterblich in mich verliebt. Lass sie nicht sagen. Ja, ja. Wenn das Ihre